Und hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir spielen eine wunderschöne Runde Kingscraft. Wir haben das Spiel gerade gelernt. Die beiden haben die Regel so halb gelesen. Ich habe mir das Video vom Autor in einem anderen Raum angeguckt, in doppelter Geschwindigkeit. Und es klingt nicht so kompliziert. Es ist natürlich trotzdem frisch gelernt. Deswegen können sich hier Fehler einschleichen. Wenn das jemand schon gespielt hat und einen Fehler auffallen, schreibt sie gerne unter das Video. Nehmt das nicht als Regelerklärvideo, sondern einfach, um einen Eindruck davon zu bekommen, was das überhaupt für ein Spiel ist. Wir werden das jetzt einmal komplett vorspielen. Spieldauer soll sein 45 bis 60 Minuten. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Und es ist ein Spiel, wo es darum geht, der König sagt halt, hey Leute, ne, hier, wer auch König sein will, fordert mich zum Duell raus, besiegt mich, und wer mich besiegt, der ist der neue König. Das heißt, das Spiel ist in dem Moment zu Ende, sobald ein Spieler hier den König Fraus angegriffen hat. So sieht der Gute aus. Und wer das geschafft hat, der gewinnt quasi die Partie, hat eine Grundstärke von 20, hat 1W12 dazu und hat hier noch 15 zusätzlichen Schaden. Macht 15 zusätzlichen Schaden. Das ist schon bitter, aber mal gucken, wann wir das hinbekommen. Das Gyro-Ding ist vielleicht schon blöd. Ja, und genau, wir können halt craften, hier mit Aktion Schmieden können wir uns hier Gegenstände holen oder mit einer anderen Karte Wache, und wir können die Gegenstände mal, ne, wenn wir die beiden verbünden zu dem hier, oder hier liegt nichts. Das habe ich schon. Genau, wir haben jeder zwei Guard-Startgegenstände. Ah, okay, gekriegt. Das heißt, du kannst den Helm und dann schmieden, dass du quasi wieder hinnehmen und den Helm holen. Und wer anders könnte das hier benutzen. Oh, ja, ich verstehe. Und genau, darum geht es so im Spiel. Und grundsätzlich haben wir hier so verschiedene Aktionskarten, die ich auch hier mal kurz zeigen kann. Wie zum Beispiel, also wir suchen uns alle gleichzeitig eine Karte aus, legen die hin, decken die auf, dann haben die unten eine Reihenfolge. Sollten zwei Leute die gleiche Initiative haben und die gleiche Karte aufgedeckt haben, kämpfen die beiden gegeneinander. Wer den Kampf gewinnt, der darf dann zuerst machen, aber macht sich dabei keinen Schaden. Man wirft quasi nur das Vorrecht aus. Und hiermit könnte man halt zweimal Geschichten umlegen. Hiermit dürfte man einen König angreifen. Die wird vermutlich relativ selten gespielt werden. Und vor allen Dingen, wenn andere Leute denken, ah, Ben wird jetzt den König angreifen, dann könnten sie so eine Wache-Karte spielen und dann hat der König plus 4 Stärke für die Runde. Und alternativ kann man auch die Wache am Anfang spielen. Dann darf man sich einfach einen von diesen Level 1 Gegenständen hier nehmen. Mit Heilung, wenn man kämpft und Schaden bekommt, dann verliert man hier seine Herzen durchaus. Und das ist natürlich doof, deswegen kann man sich hier mal wieder voll heilen. Weil wenn man keine Herzen hat, kann man auch nicht kämpfen. Und ansonsten gibt es halt noch Schmieden Stufe 1, Schmieden Stufe 2, Schmieden Stufe 3. Und man kann auch oftmals, statt hier was zu schmieden, sich einfach Tränke nehmen. Das sind dann hier so einmal, sind auch welche dabei, die man sich quasi selbst schreiben kann. Aber das sind dann so Einmaleffekte, die kann ich quasi aufdecken. Ein pro Runde, ich habe 4 Slots auf meinem Rucksack. Und dann kann ich halt den Effekt davon auslösen. Und ja, das ist einmal so ein schnell durchgegangenes Spiel. Wir werden sicher zwischendurch nochmal kurz das in die Regeln nachgucken. Aber so funktioniert das. Und man nimmt die Karte auch immer wieder direkt auf die Hand. Ja, du hast immer alle Karten zur Auswahl. Bis auf meine Schurkenkarten, die gehen nur einmal pro. Wer gibt denn hier mit 12? Ich habe noch eine Frage, weil das Symbol hier, das ist ja keine Kampfkarte, das ist ja Schaden. Dann macht er also 15 Schaden. Genau, und für jeden angefangenen Zehner kriegst du da einen, musst du ein Herz rumdrehen. Das heißt, aber das war doch hier, wie jeder angefangene Zehner. Das ist deine Stärke, glaube ich. Genau, und jede 10 Stärke, dachte ich, wäre das, was einen Schaden macht. Ja, aber dann wäre das ja was anderes. Das kommt noch oben drauf wahrscheinlich. Erhöht den Schaden dieser Kreatur des Königs, aber nicht die Kampfkraft. Genau, hat Einfluss auf den Herzensverlust. Also würde man gerade 15 Herzen verlieren. Also der macht dir immer 3 Leben, 3 Schaden. Weil er 35 automatisch macht, plus maximal normal noch 12. Ja, das heißt, es kann auch sein, dass sich Rüstung trotzdem 47. umhaut. Erhöht den Schaden, weil das wird durch Rüstung reduziert und dann, nachdem dieses reduziert ist, rechnet man die 15 drauf und daraus ergibt sich hat der Schaden. Hat also Einfluss auf Herzensverlust, aber nicht darauf, wer den Kampf gewinnt. Genau. Das heißt, du kannst den Kampf, okay, ob du dann Schaden bekommst, ist ja egal. Weil der Schaden bedeutet nicht das, was die Herzen macht. Also 10 davon sind nicht ein Schaden, sondern 10 davon sind eine Kampfkraft, die vergeben wird. Und dann 10 Schaden machen ein Herz. So. 10 Schaden machen ein Herz und nicht 10 Angriff, ein Schaden. Okay. Genau. Wobei das ja Schaden ist, den du bekommst. Und wenn ich jetzt gegen ihn kämpfe und wird dann einfach die Kampfkraft verglichen und das, was die Differenz ist, kriege ich als Schaden plus dann noch die 15. Nee, pro 20 Schaden, die er macht, kriegst du plus ein Herz. Pro 10. Pro 10. Kriegst du ein Herz, genau. Okay, und das ist also nur das da hinten. Ja, sind 15 Schaden, die er garantiert macht, beziehungsweise 15... Ich verstehe es auch nicht beim König, weil da ist es ja egal. Aber ja, du kannst ja mehrmals angreifen, wenn du es beim ersten Mal nicht schaffst. Genau. Dann musst du danach dich vielleicht nochmal heilen, dann nochmal angreifen. Und den nochmal angreifen. Aber du würdest ja den Kampf trotzdem gewinnen. Wir gucken mal, wer es ist. Bis dahin, wenn wir es verstanden haben. Das ist ja jetzt noch nicht relevant. Ist die Frage, ne? Verlust hier, hat Einfluss auf den Herzenverlust, aber nicht darauf, wer den Kampf gewinnt. Also der, wer die höhere Kampfkraft produzieren wird, der wird den Kampf gewinnen. Und dann wird Schaden verteilt. Genau. Und wenn du gewonnen hast, ist ja egal. Nee, dann ist egal. Wenn du verlierst. Genau.
Den hau ich doch sowieso jetzt gleich mit. Wo gibt's denn hier mal einen B12? Ich habe noch keinen gefunden. Achso, auf der verbesserten Seite natürlich. Ne, habe ich auch noch keinen gefunden. Nee? Hier. Ah, bei Tränken. Lohnt sich also auch mal Tränke zu nehmen, weil hier habe ich nirgendwo, ich habe auch die hier alle angeguckt, nicht so viel 12. Okay. Also nicht alle, aber manche. Ja. Aha. Das sind die auch hauptsächlich für die Gegner. Ja, oder für die Tränke. Da ist hier, ich stelle hier ein, hier noch und da, überall. Und es gibt auch so, wenn ihr einen Blank zieht, da kann man sich selber Tränke ausdenken. Okay. Man hat automatisch einen Würfel hier oben, ne? Immer per se in jedem Kampf. Und wenn man eine Stufe 1 besiegt hat, dann kann man ein Item nehmen, ne, einmal schmieden. Ja, und David, falls es hoch ist, das Erklärvideo war ziemlich gut. Ja. Konnte man sich auch in 1,75-facher Geschwindigkeit gut angucken, das ist gut für Leute, die Zeit. Das ist der Startspielmarker. Ist er das? Ich weiß nicht. Frage. Nee, Startspieler gibt es ja nicht. Nee, wir machen die ja gleichzeitig. Was ist der Tiebreaker, wenn auch die Geschwindigkeit gleich ist? Ja, erstmal Hasen, dann kämpfen. Wer da den Kampf gewinnt, der. Aber das ist nur zum Würfeln zu gucken, wer anfängt, keinen Schaden. Oder? Ja, genau. Ja, wo sollte ich wissen, was ich für euch nehme? Warte, was kann ich hier machen? Den Joker. Was habe ich denn schon? Schuhe. Okay, ich bin ja schon so ein bisschen festgelegt. Ich habe schon Rüstung. Mhm. So, ich nehme das. Wie ihr wahrscheinlich alle. Ah, die Rüstung kann der natürlich nicht machen. Ich verstehe, was der Vorteil ist. Aber kannst du halt. Wir haben beide einen Hasen schon. Du hast noch keinen Hasen, ne? Nee. Nee. Na, dann ist halt Third Pick. Denkst du? Mhm. Mache. Diebstahl. Oh, was ist denn das? Du bist trotzdem vor mir dran, aber. Warum hat hier eine Spezialfähigkeit? Nee, ja. Warum ich keine? Nee, du hast auch eine Spezialfähigkeit, aber welche kann ich dir nicht sagen? Welche denn? Also, ich habe schon aufgedruckte Gegenstände. Ja. Und ich er hat mehr Karten. Ich habe 4 extra Karten. Die. Du hast dir das Video angeguckt. Und was kann ich? Weiß ich nicht. Du hast es auch mit der anderen Seite? Ja, wir spielen alle. Du hast auch die andere Seite. Held wäre die allgemeine. Mhm. Du hast auch eine asymmetrische. Aber hier habe ich tolle Sachen. Vielleicht hast du das mit Hex einfach. Guck nochmal in die Anleitung. Da steht auf Seite 18, glaube ich. Wieso hast du andere Karten als ich? Unverschämt. Ich habe nur einmalige Aktion. Zwergen sieht aus. Was? Händler. Statusrüstung, ein Händlerin-Plättchen. Die Händlerin schlägt Profit aus Aktionen anderer Spieler. Sie hat ein Händlerin-Plättchen, das sie jedes Mal zum Ende ihres Zuges auf einen Gegenstand der Schmiede oder auf einen Trankstab legen darf oder auch legen darf, falls es bereits auf einem Gegenstand liegt. Immer wenn ein anderer Spieler den Gegenstand der Händlerin-Plättchen nimmt, bekommt die Händlerin das Plättchen zurück und darf sofort einen Gegenstand der Stufe 1 oder einen Trank nehmen. Oh. Oder einen Trank. Man muss ja wohl gut schätzen, was wir haben wollen. Mhm. Und, oder blockiert uns halt Sachen, weil ein Trank ist ja schon heftig. Nee, du kriegst das dann einfach auch. Also, ne, wenn wir einen Trank nehmen, kriegst du einen Trank. Und wenn du hier was drauflegst, dann kriegst du auch Stufe 1. Oder muss es der Gegenstand sein? Wenn du den Gegenstand nimmst, dann genau. Dann kriegst du ihn. Nein. Nein, dann kriegst du irgendeinen Stufe 1. Ja. Gegenstand oder... Warum habt ihr denn nicht Schmieden gespielt? Da hättet ihr doch gleich 2 Sachen nehmen können. Wie zweimal Schmieden? Ich kann doch nicht schmieden. Kannst du nur schmieden, wenn du Sachen umwandeln kannst. Achso, für die erste Stufe gibt es... Das kannst du nicht schmieden. Hätte ja sein können. Mit Schmieden kannst du auch einen Trank kriegen. Das heißt, die Wache ist das Einzige, wo man Gegenstände du kannst auch kämpfen. 1 nehmen kann? Also, jetzt spielen wir hier in der Reihenfolge. Ich bin ja trotzdem Dritter. Ist ja die gleiche Phase. Wir müssen jetzt einen Kampf machen, oder? Ja, ihr habt ja beide einen. Wir sind beide Wache, wir müssen jetzt hier kämpfen. 2 Würfel. Aha, ich hab 2. Ein. Auch 2. 2, nö, schon 2. Ja, okay. Also ist alles wirklich glatt 50-50. Ich kann Würfel, ich kann wiederholen. Nee, was? Nee, alles nicht. Okay. Ocho. Also fange ich an. Ja. Das heißt, ich möchte jetzt eigentlich was nehmen, was da benachbart liegt, um mir dann das darunter liegende zu nehmen. Ne? Ich habe hier den Joker, den brauche ich, kann ich erstmal behalten. Also, um dann zu schmieden beim nächsten Mal. Genau. Aber das ist nur Joker Stufe 1. Das heißt, ich brauche 2 Sachen. Was hast du? Du hast das hier. Und die Boots. Das ist auch ein Joker hier, ne? Der Joker kann den nächsten Joker schmieden. Ich kann nur eine Sache nehmen, ne? Dann nehme ich mal hier diesen. Sehr lustig. Dadurch, dass ihr beide zum Start jetzt schon eine Geschwindigkeit habt, hätte ich ja gar keine Möglichkeit in irgendeiner Form gehabt, davor zu kommen. Ja, wir würden ja auch was anderes haben wollen als du wahrscheinlich. Genau, der Ding schlagen vor, dass man das in der Reihenfolge hinlegt, aber. Ich nehme dann mal den. Was habe ich denn durch, ne? Das ist das hier. Das heißt, ich könnte das machen oder das. Neuwürfen, 4-mal, einzelne Würfel, ne? Das kann auch gut sein, aber ich nehme mal die Geschichte hier. Ne, von wegen. Da musst du schon deine Waffe, die du hast, austauschen. Nein. Wie nein? Da musst du schon deine Waffe austauschen. Du hast nur einen Händeslot. Hier, nur einen Händeslot?
Du müsstest, wenn du die nimmst, dann ersetzt du ja. Achso, dann kommt, ja, dann kommt die einfach in den Rucksack. Krieg ich plus 3 Kampfstärke und dann kann ich die in den Rucksack schmeißen, ist ja egal. So, zack. Mhm. Ja, jetzt darf ich 2 Sachen nehmen und die auf die coolsten Sachen schon geklappt. Was bedeutet das? Stufe des Monsters gegen plus Monster 2? Plus, gegen Monster plus 2, gegen König nicht. Aber nur gegen Kreaturen. Mhm. Ist nicht schlecht. Also 4. Das wäre besser gewesen. Ne? Ich habe nur einen Würfel und es blockiert einmal quasi den Würfelslot. Das ist nur wie ein leicht überdurchschnittliches Würfelergebnis. Das ist ja gar nicht so gut. Mhm. Da hinten gibt es einen Schutz. Ich kann ja 2 nehmen. Und das wirkt von Backpack aus, ja? Mhm. Also aus der Tasche heraus. Mhm. Das ja, ein grauer Gegenstand ist, ja. Okay. Ja, du bekommst ja mit das dem Schmieden keine Tränke, du kannst Gegenstände abgeben, um daraus Tränke zu machen. Mhm. Du darfst jeden Würfel, der den angegebenen Werte zeigt, neu würfeln, auch mehrmals denselben. Zählt sowohl für W6er als auch W12er. Welcher Effekt? Wenn man das hier hat, ja, dann darf man 1er und zwar immer wieder. Das ist kein 1er. Auch nicht schlecht. Mhm. Ich habe ja den Umhang da drunter, der das dann beides irgendwie kombiniert. Mhm. Das ist... Was ist das denn schon wieder? Dein Gegner muss jeden sechsseitigen Würfel, der die angegebenen Werte zeigt, neu würfeln. Mhm. Hier müssten 6... Also hiermit könnten keine 6 mehr gegen mich gewürfelt werden, sozusagen. Wenn ich den denn hätte. Dann nehme ich einmal das... Und das hier kann ich als einen beliebigen Gegenstand beim Schmieden einsetzen. Das ist ja eigentlich auch nicht so interessant, ne? Mhm. Aber ich könnte auch einfach das hier nehmen. Dann kommen die alle hier unten rein. Und die Auslage jetzt sich ganz schön schnell, ne? Mhm. Kommen wir wieder zurück gleich. Habt ihr aber auch was rausgenommen, ne, von den Sachen? Bei 3 Spielern? Ja, ein Board haben wir rausgenommen. Ein Board ist draußen, weil die Ringe fehlen. Mhm. Dann nehmen wir unsere Karten wieder. Mhm. Genau, die kommt ganz aus dem Spiel. Du legst dein Händlerplättchen irgendwo drauf. Die können wir nur einmal benutzen. Die sind einmalig, genau. Ich habe 4 verschiedene einmalige Karten. Eine davon will gut getimt sein. Nimmst du die Zahlen sind ein bisschen undeutlich zu lesen. Hm. Ja, die Schrift der Zahlen ist leider nicht so geil. 6 und 8 sehen sehr ähnlich. Hm. Auch 3 und 5 oder 5. Naja, es ist unwahrscheinlich, dass das klappt. Die hier sind halt echt nervig, weil die genau meine Rüstung blockieren. Das ist halt richtig, richtig kacke gelaufen. Mhm. Und Rüstung allgemein. Ne? Wann legst du das genau? In dem am Ende des Zuges. Am Ende des Zuges. Also am Ende deines. Also ja, wenn du deine Aktion gemacht hast. Am Ende des Zuges. Wenn wir fertig sind mit der Runde. Vielleicht aber die Art, ne? Aber wenn. Also wir müssen so, ja, dann gleichzeitig dann am Ende deiner Aktion wahrscheinlich. Schuppen. Aber wenn ihr das also was um die zu besiegen, musst du einfach eine größere Kampfkraft haben als er. Und er hat 5 plus 1 bis 6. Das Problem ist halt. Ja, ja, ich habe ja hier schon 7. Aber ich muss halt mit 2 Würfeln. Ich könnte ihn auch austauschen. Mit 2 Würfeln muss ich mehr haben als er mit seiner selben 5 plus irgendwas. Und was macht hier das. Was macht der Hase bei ihm und die 1? Also er hat halt 6 bis 11. Mhm, genau. Was macht der Hase und die 1 bei ihm? Also diese 1 und dieser Hase? Das kann ich ja nicht sagen. Das musst du dann sagen. Ich versuche das gerade rauszufinden. Mhm. Hase, Hase, Hase. Das ist die haben Verbote. Ja, immer. Ja, und wenn du eine höhere Geschwindigkeit hast, dann hebst du das Verbot auf. Eine höhere Geschwindigkeit, als die Symbole, die Zahl. Als er hat. Ja, der hat links. Er sagt das mit einer Selbstverständlichkeit. Ist die Zahl das die Schnelligkeit? Plus 2 Geschwindigkeit von den Stiefeln, das steht ja nicht. Aber ich glaube, es wird einfach eine Kombination aus beiden sein. Die Zahl links und die Zahl rechts, weil ich weiß nicht, was die Zahl links ist. Gibt es welche mit Zahlen rechts? Hier gibt es nur Zahlen links. Ja, sind, aber was soll die Zahl sonst bedeuten? Ja, das wissen wir ja nicht. Genau, also ich glaube... Das ist einfach nur eine Geschwindigkeit. Eine ich jetzt mal Hasi. Genau, die Könige haben 4 Geschwindigkeiten, das steht hier gar nicht drauf. Hm. Ja, das ist die Geschwindigkeit. 1 Geschwindigkeit, die muss ja aber höher sein. Höher. Bist du ja dichter dran, immerhin. Dann, ja, richtig dicht dran. Warte mal, ich habe mir kein gutes Item genommen. Er könnte hier auch richtig schlecht würfeln, dann würfelt er nochmal. Nochmal, der ja, ist schwer ja zu besiegen. Ja, er war jetzt am Anfang. Der ist echt schwer zu besiegen. Okay. Das. Dann lege ich das andere ja zurück und dann kann ich das sofort besser. Ich kann auch ein Item, was ich mir hole, gleich besser machen, wenn ich zweimal schmiede. Wenn du zweimal schmiedest, ja. Ja. Mhm.
Fein. Was ist denn der Reward von Stufe 1, dass ich einmal schmieden darf danach? Das alles. Mehr kriegt man eigentlich nicht. Oder was habe ich denn für einen... Du kriegst da einen Stufe 1 Gegenstand, oder? Stufe 1. Nimm dir Gegenstand und schmieden. Nimm dir einen Gegenstand der Stufe 2. Nimm dir einen Gegenstand der Stufe 3. Genau, aber hier war nicht, hier danach nicht schmieden, da danach nochmal schmieden. Mhm. Okay. Stimmt. Mhm. Aber. Aber der Slot ist ja für mich eigentlich auch ganz gut hier. Okay. Spannend. Kingscraft! Ich das schon? Das war nicht der Autor, oder? Du warst klar? Nee. Okay. David Kühn. David Kühn, okay. Also ja, was war das? Ja, richtig gemerkt. Das ist ja auch so ein Zehenspiel. Das geht so, ripp, so schnell aufrüsten und dann. Ja, ja. Wie nochmal? Ripp. Das wollen wir ripp, kämpfen. Ripp für den König, aber. Was habe ich denn hier? Rest of Peace. Das ist eigentlich nicht so gut. Wollen wir es kooperativ spielen? Können wir? So. Aber? Was liegt denn da noch? Welche Plots sind bei mir noch frei? Hm. Nicht so viele. Wenn man hier zu viel hat, achso, wenn man hier bestimmt zu viel hat, dann muss man die wieder in die Auslage legen. Würde ich mir jetzt mal vorstellen. Weißt du, wenn du jetzt den fünften Beutel kriegst oder so? Ich glaube, das einfach nicht. Ja. Weil das irgendwie, weißt du, thematisch ist. Mhm. Ja, es geht auf jeden Fall alles wieder zurück in die Auslage. Ja. Du weißt. Ja. Und das heißt, deins doch wahrscheinlich auch hier, oder? Meinst du nicht? Deine Waffe? B. Ja, die war hier unten, das ist bestimmt Beutel, ist doch bestimmt für die Grauen, oder? Was denn? Du kannst Sachen in den Rucksack stecken. Ja, okay. Hast du keine Fähigkeiten. Okay. Okay. Gut. Genau. Angriff. So. Angriff. Schmiede, da hätten wir noch eine Zahl aufschreiben können. Eine höhere Geschwindigkeit und zuerst dran. Was greifst du an? Stufe 1. Das könnte ja für mich gut sein. Das kann für vielleicht sein. Bringt meine Rüstung dann. Ich habe noch einen Effekt, wo ich die Karte austauschen kann. Genau, also ich dürfte jetzt meine Rüstung gegen den hier nicht den hier benutzen. Ich habe keine Rüstung. Ich habe plus 1 Würfel, also werfe ich 2 Würfel. Und ich werfe für ihn, oder? Mhm. Du hast nicht mal, und das in der ist ein. Also er hat schon mal mit einem Würfel eine 5 gewürfelt und dann noch plus. Das wird nicht so gut. Wir würfeln erstmal deins und dann gucken wir. Genau. Das ist eine 8. Ja, na, mit schlecht würfelst. Oh, und jetzt auch eine 8? Das ist unentschieden. Das heißt? Der Kampf wird wiederholt. Wahrscheinlich, ich prüfe mal. Aber da ist ja kein Schaden gerade. Also muss ja eine 10 kommen. Hat der Aktive mehr als der Gegner, ist der Kampf gewonnen. Das heißt, ich habe einfach nicht gewonnen und habe. Krieg nichts. Verliere nichts. Verlierst nichts. Und der Gegner kommt bleibt liegen. Oder bleibt er liegen? Also ich glaube, die Kreatur nimmt man sich ja einfach. Das wird jetzt eh nicht laufen, nur dass ich zweimal würfeln darf. Und dass ich eins neu würfeln könntest, ne? Und dass ich eins neu würfeln kann, was? Aber ich mache so oder so was los, ja, das stimmt. Ich darf die nächste Kreatur wandert sich auf Nachlage starten, die nächste Kreatur wird aufgedeckt. Also bleibst du dort liegen und kann nochmal wieder... Besiegst du sie. Besiegst du sie. Okay, dann mache ich das wohl. Dann darf Ben jetzt würfeln. Also ich probier's. Würfel du mal zuerst. Eine. Oh, eine 6. Eine. Oh, eine 4. Warte, ich darf nochmal. Wieso? Einmal Kampf. Oh. Den ganzen Kampf. Aber du wolltest den ganzen Kampf, oder? Den gesamten Kampf. Ne? Dann darfst du auch leider nochmal neu dann würfeln. Dann leg du mal vor. Das war eine 3. Warte, aber neu würfeln, ja. Die jetzt ist eine 8. Eine 8. Eine 9. 9. Sehr gut. Das ist ja, schlimmer als Hardtails. Also so wie wir es gerade spielen zumindest. Dann habe ich das wohl geschafft. Ja, was kriegst du eine Belohnung? Ich krieg keinen Schaden. Nimm dir einen Gegenstand Stufe 1. Danach darfst du einmal schmieden. Genau, und dann nehme ich mir den Joker. Und könntest und jetzt dann einmal möchte schmieden. Ich gerne. Dann bin ich ja eigentlich schon raus, ne? So sieht's aus. Hier drehen wir neu um, oder? Warte, die beiden zusammen ergeben. Oh, der wirft mit 3 Würfeln. Die Rüstung. Dann müssen 6. Sag mal, der einfach anschlagen in den Kampf gehen, ne? Ich muss gerade überlegen, nicht so gut, dass ich jetzt einen Spieler als Kämpfer kombinieren möchte. Ich glaube, ich möchte erstmal. Ja, hier, komm. Ich kombiniere die beiden Sachen, dann kommen die wieder dahin und nehme mir dafür das hier. Also, du hast deinen Joker aufgehoben, ne? Ich habe meinen Joker aufgehoben, das ist richtig. Und das war's schon dann, oder? In der Gegenstand der Stufe 1. Das war die Schriftrolle fürs Schmieden von beliebigen Sachen.
Ja. Ich brauche dringend eine Waffe. Mhm. Ich kann zweimal Ich brauche dringend eine bessere Waffe. Ich kann zweimal schmieden, ich gebe das hier und das ab, nehme mir das da und mache das dann gleich besser. Mhm. Der hat übrigens, ne? Also, ja, ja, drei Würfel. Ja, ich habe aber jetzt hier zwei Würfel. Mhm. Und kann also hast du jetzt insgesamt vier Würfel. Genau. Der lernt sich davon. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich auf die nächste Würfel. So, Aktionskarten wieder nehmen. Du kannst auch dein Marker, dein hier Händlerplättchen platzieren. Ja, ich lasse den mal da. Tritra-Tränke. Kommen die Tränke auch hier in irgendwelche Slots, oder? Ja. Okay. Also, habe ich im Video so gesehen, was ich gut stimmt. Hab ich dir. Ja, ich gucke mal. Vielleicht kann man die einfach daneben legen. Wo ist denn da? Cool. Freies Slot im Rucksack. Mhm. Was ist denn da? Naja. Hm. Alter Schwede. Was denn passiert? Was denn? Naja, ich habe keine Ahnung, wie ich ja die Kampfstärke mal irgendwie nennenswert hochkriegen soll. Craften heißt ja Kingscraft. Ja, aber da ist ja überall keine extra Würfel drauf. Willst du mir den König angreifen? Okay, ist das eine Wache oder was? Die sind da, aber ich könnte die einsetzen. Das ist ja alles ein Mist, ey. Viermal neu würfeln, ja, aber ich brauche ja Würfel. Furchtbar. Wie viel mal Tränke? Wenn man nicht schmiedet. Wenn man darauf verzichtet. Also wenn du Klasse 1 Gegenstand kriegen würdest, kriegst du einen. Wenn du Klasse 2 Gegenstand kriegst, immer wenn du einen Gegenstand bekommen würdest. Genau, da kriegst du die Stufe Anzahl der Tränken. Oh, okay, fertig. Oh, jo. Das heißt. Stufe 1 Angriff. Warte. Schmiede. Ich bin danach. Ich zuerst, oder? Ich bin als letztes. So, jetzt die Frage. Ich habe ja 4 Würfel gegen 3 Würfel, aber ich könnte den auch nach unten packen. Ja, das ist bestimmt besser. Ne, aber 3 Würfel gegen 4 Würfel. Und ich kann nicht mal neue würfeln, ne? Du musst nicht neu würfeln. Ja, dann packen wir mal nach unten. Oh, ich hoffe, dass ich... Dass was Böseres kommt, ne? Das ist schlimmer. Der ist immun gegen die Hand. 2 Würfel und er darf einmal neu würfeln. Das heißt, ich hab 3 Würfel, ne, weil er eben hier die Hand, den Handslot ignoriert. Also hast du nur 3 Würfel, genau. Aber er hat ja auch einen Würfel weniger. Also ja. Aber er kann, ja. Ähnlich, er kann nur einmal neu würfeln. Hast du noch irgendwelche extra Sachen? Nö. Du darfst deine Ausrüstung nicht benutzen, ne? Oder ja, deswegen wird nur mit 3 Würfeln. Aber er hat ja schon den. Den hast du sogar schon aufgewertet. Mhm. Dann darfst du das dann alles. Na, eben gerade bei meiner 2-Maschinen-Aktion. Eine 7. Warte, neu würfeln. Einen kompletten Wurf oder einen Würfel? Einen, ja. Okay. Eine 9. Ja. Oh. Auch 9. Ist leider die gleiche Zahl. Ja. Dann machst du das, oder? Ja. Und mit der 9 kriegst du auch keinen Schaden. Tja, genau. Da wäre ich mal schneller gewesen mit dem Hasen. Dann nehme ich mir mal den Gegenstand. Obwohl, brauche ich den? Ja, man hat gesagt, man muss höher sein, also schneller sein. Ja. Okay. Das wäre auch eine Faust. Oh. Jetzt bin ich raus. Das ist richtig. Und auch eine Perso. das hier ist eine 1, aber neu würfeln, bis es kein. Was kannst du nochmal, wenn man das nimmt? Was ein Gegenstand Stufe 1 oder wenn man das hier hinlegt oder genau. Oder okay, Trank, oder wenn du es da hinlegst, kriegst du auch einen Trank. Also mit anderen Worten, diese nehmen. Karte ist raus. Oder? Kannst du es auch hier hinlegen? Kannst du es, glaube ich, auch da drauf legen. Stimmt, guck ich halt mal nach. Was ist das hier? Ich kann einen weglegen, ne? Ja, weil du ja immer einen Trank nimmst, wenn du einen Gegenstand nehmen würdest. Mhm. Also sprich dann noch. Naja, aber er kann es auch da hinlegen, wenn er glaubt, dass wir Tränke nehmen. Wenn wir uns Tränke holen. Ach, er kann es auch auf die Tränke legen? Ich habe es mir so verstanden, aber... Ich lese gleich mal nach. Ich nehme erstmal den... Oh, das bringt mich aber... Doch, das bringt mich voran. Dahin. Das bringt mich voran. Ich habe meine Aktion gemacht. Dann muss er noch das Plättchen neu legen. Mhm. Oder auf den Treibstapel legen, ja. Ah, ja. Oder auch umlegen, falls er bereits auf einem Gegenstand liegt. Was hast du da? Das sind Level 1 Gegenstände, ne? Ja. Das ist Level 2. Also das ist Umhang Level 2, das ist Schaukus Level 1. Du darfst nur auf Level 1 legen. Ja. Ah. Ich habe ja gleich das, dann das. Da, Kopf meint. Also ich schmiede zweimal. Das erste Mal schmieden mache ich aus den beiden. Mhm, ja. Das hier. Mhm. Das Lustige ist, dass das eigentlich ja erstmal nichts verbessert. Ne? Mhm. Das ist ganz lustig. Das hat nur ein Slot. Weniger Slots braucht. Das braucht einfach nur einen Slot. Beziehungsweise hier steht, warum steht hier plus eins? Ach ja, beim zweiten Mal schmieden kann ich es umdrehen. Das ist natürlich kein weiterer Würfel. Ah, man erkennt, dass auf der Rückseite steht. Das ist natürlich kein weiterer Würfel, sondern nochmal neu würfeln. Mhm.
Oh, okay. Die Zahl zeigt einfach an, weil welcher Wert gepusht wird auf der Rückseite. Ja. Ich möchte aber mit dem zweiten schmieden, ich möchte stattdessen einen Trank nehmen. Immer wenn du einen Gegenstand nehmen darfst. Du musst aber eine Schmiedeaktion machen und dann den Trank nehmen. Du nimmst Sachen ab und nimmst dann Trank. Ach so, das heißt, ich muss die beiden Gegenstände weglegen, um einen Trank zu machen. Ja, zwei. Also wenn du das wieder abgibst, kriegst du zwei Tränke. Aber dann macht die Karte halt keinen Sinn. Ich dachte, dass das immer, das ist quasi, ne, du die Aktion ersetzt. Aber dann macht das ja keinen Sinn. Macht ja keinen Sinn, wenn ich keine Ausrüstung habe, jetzt alles wegzulegen. Ja, ja. Da ist das ja super. Und das kann ich sonst für nichts einsetzen, als Schmieden. Doch, du kannst den Gegenstand verbessern. Mhm, du hast ja nur zwei Gegenstände, kannst du einfach umdrehen. Den zum Beispiel. Mhm. Stimmt, den kann ich auch umdrehen. Oh ja. Dann kann gegen mich maximal noch eine 4 gewürfelt werden. Ist okay. Und das hier gebe ich ab für den hier, genau. Und das habe ich sowieso noch. So, jetzt ist es richtig. Ja, ja. Okay, Gott sei Dank noch was gefunden. Bitte. So. Zack. Das ging ja schnell. Wie fremdgehen. Was? Wie geht fremdgehen? Achso, Shogun no Katana. Das soll gut sein, aber dann. Da muss man auch Sachen schmieden, oder? Ja, da legst du das vor allem in so Formen, glaube ich. Ja, dass das hier ein bisschen weniger. Boah, ey. Also bei Craft-Spielen ist natürlich der Maßstab immer KDM, also schwer zu toppen. Sowohl von der Spieldauer. Habe ich nicht gelesen, Biene. Also gefühlt ist es sehr mühselig, hier an die Gegenstände zu kommen. Geht doch relativ zügig. Ich mache eine Karte und dann mache. Aber du kriegst ja mit dieser Karte einen Stufe 1 Gegenstand. Ja, oder kämpfst du halt. Oder du kennst, was am Anfang nicht so einfach genau, ist. Genau, also Hasen bekommen wir auch noch. Sind aber immer ein bisschen mühselig. Hast du keine Hasen bekommen, oder? Ich habe keine Hasen, ich bin immer Letzter. Ja, ihr müsst jetzt vor mir sein. Fertig. Ein Unentschieden. Fertig. Dann schmiede ich mal die beiden hier. Bild. Guck mal hier, gegen die schicken Schuschu und die beiden hier kombiniere ich mal schön zu so einem lecker Schwert. Und jetzt... Kannst du dein Händlerplättchen noch platzieren? Platziere ich mal Händlerplättchen. Das liegt ja da schon, aber ich kann es ja umplatzieren. Richtig. Das ist einfach immer ein Würfel mehr, ne? Das sieht doch hervor... Das gibt es ja nochmal. Nee, ich nehme lieber... Aber dann ist es halt auf einen Slot bezogen. Ich mal, wenn ich das verbessere, habe ich 3. Genau, das ist ja die kleine Zahl, ne? Die zeigt an, dass du verbesserst. Voll gut. Ja, wir müssen Ben irgendwie aufhalten. Aber jetzt noch Wachen spielen. Laber mal nicht rum hier. Wieso denn? Was ist denn? Du mit deinem Startvorsprung da. Was? Ja, schon krass. Ja, die ganzen aufgedruckten Sachen, so voll krass. Du kannst ohne eine einzige Karte am Anfang kämpfen gehen. Hey. Ja, guck mal, hier ist ja auch was drunter. Ja, das ist von Natur aus. Naja, und er hat natürlich sich zufälligerweise, das ist ja zufällig gewesen. Das war ganz zufällig. Ja, das ist auch noch ein Joker, ey, Joker. Tschut, tschut. Ach, wir sind schon in der nächsten Runde. I will be hier wollte ich die Karte wieder hinlegen, Ben, deswegen. Was? Na hier, jetzt hast du so herangezogen, jetzt haben wir die Karte. Können wir das hier, machen wir es hier, okay? Ja. Abgemacht. Das ist ja. Und wir können auch das hier ein bisschen besser nehmen, weil das natürlich. Das sind die Würfel. Ich kann auch den Chat darüber schieben. Nö, so ist auch okay. Das passt. Also maximal. So, was liegt denn da? Augen. Boah, es kann gut oder schlecht ausgehen, ne? Dann machen wir doch einfach mal. Achso, so, warte. Das ist meine Karte, Achso, ich wollte das nehmen. Stufe 1. Stufe 1 Angriff. Schmieden. Ich, genau. Nicht Stufe 1. So, ich greife den da an. Mir, weil Gegner können mich gegen mich maximal noch eine 4 würfeln. Ja, das ist nur ein doofes Auge. Vielleicht machst du auch nichts. Das ist ein doofes Auge. Das hat mich schon geärgert. Ich würfel mit 3 Würfeln. Ich habe auch eine höhere Geschwindigkeit als er. Muss dann Effekt. Genau. Wir müssen eine 5 neu würfeln. Nee, 5 und eine 6. Das ist die 6 ist der König. Aber das ist ja immer, dass die beide nebeneinander stehen. Das hast du ja hier auch. Da müssen den König eine 6. Da müssen beide eine 6 neu würfeln. Ja, jetzt. Okay, dann. Und die, meinst du, das ist jetzt nur eine 5 neu würfeln? Ja. Dann wird das ja schlechter beim Aufwerten. Also König, also beide müssen 5 und 6 neu würfeln, ja. Also auch gilt es. Also ich würde sagen, dass beides neu würfeln müssen. Ja, ja, doch, ja. Oh, das muss ich aber erstmal prüfen. Ja, das ist nicht auf die Linie. Ja, dein Gegner muss jeden sechsseitigen Würfel, der die angegebenen Werte zeigt, neu würfeln. Okay. Auch mehrmals denselben. Ja.
Das hilft Kreaturen und Könige. Ja, ja, doch, da macht Sinn. Ja, klar. Das ist ja auch besser. So, ich würfel jetzt hier das da. Genau. Hast du schon besiegt? Oder? Wolltest du das anfangen? Ich habe schon eine Elf gewürfelt. Ich würfel gegen, ich führe das Monster jetzt gerade. Aber fängt der nicht an? Ja. Ja, ich habe schon eine Elf angefangen. Du würfelst das Monster. Ich bin dafür. Oh, was ist das? Eine 12. Ich darf neu würfeln. Ich nicht neu würfeln. Du musst neu würfeln. Nee. Ich glaube nicht. Okay, dann hat er schon wieder nicht geklappt. Das Campen ist ja richtig toll. Das Verbot. Ja, ja, nee, darfst. Ja, ja. Dann darfst du kämpfen. Du darfst. Ja, ja, du darfst. Ich darf kämpfen. Wen geht auf die 1? Ich habe nur 2 Würfel. Oh, deine Faust gilt nicht, ne? Nee. Ach, meine Faust gilt nicht? Mhm. Meine Faust gilt nicht. Hätte er ihn mal besiegt. Habe ich nicht dran gedacht. Hast du einen Schaden jetzt bekommen oder hast du ein Schild? Nee, wieso? Weil er 11 eine 11 hat, oder? 12, ja, 10. Nur 2 sind durchgekommen. Mhm, okay. Also das, was durchkommt, wenn das höher ab 10. 8. Ocho. Das ist neu würfeln. Maximal noch 8, aber ja. Den neu würfeln. Das entscheide ich, oder? Nee, hier. Also den muss ich neu würfeln. Musst du neu würfeln. Okay. Bis er mindestens 3. Ja, okay. Und jetzt kann ich einen neu würfeln, ne? Jetzt darfst du einen neu würfeln. Aber, wenn du eine 5 oder eine 6, 4, das sind 6, ich habe 8, dann gewinne ich. Reicht, ja. Oh, die gefällt mir, die Karte. Ja. Dann besiege ich das. Mhm. Ganz als Belohnung jetzt hier, ne? Eine Stufe 1 Karte nehmen und einmal schmieden. Und ich darf einmal schmieden. Mhm. Wenn man den Gegenstand bei einem Schmieden mitverwendet, dann darf man auch gleichzeitig noch einen Trank nehmen. Welcher ist das? Die da. Das heißt, ich würde jetzt hier diese Stufe 1 Karte nehmen und dann würde ich bei meinem einmal Schmieden die beiden Sachen verwenden, um diese Karte zu nehmen. Den Effekt, den du gerade gesagt hast, auf der Rückseite, ne? Das mit dem Trank. Wenn es verbessert wird, dann ist es... Dann hat es auch noch, während ich es habe, nehme ich mal an, plus 1 Geschwindigkeit. Ja, wo war das jetzt gerade mit dem... Weiß nicht, ob es das wert ist, wenn man das hauptsächlich zum Abgeben hat. Aber kann ja mal sinnvoll sein. Das steht hier. Aber das ist jetzt nicht der dann, ne? Also der Effekt ist da nicht drauf, oder? Wo ist denn der? Das ist 2... Stimmt, das kann sein, dass der woanders dann extra steht. Ja. Ach, ich habe auch das automatisch assoziiert, dass der 2 ist. Ja, 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 deswegen. Guck, hier ist es. Dann ist das ja vielleicht gar nicht die beste. Guck, hier ist es. Aber ich muss das, glaube ich, trotzdem so. Da ist es auf der verbesserten Seite. Da ist es auch immer. Da hinten, bei dem genau, Buch. Bei dem Joker. Wobei ich ich habe ja das hier genommen und dann die beiden ausgegeben. Ich kann ja auch das, ich kann ja stattdessen das Amulett nehmen und dann das Buch. Dann ist das Buch aber noch nicht aufgewertet. Aber ich kann das da hinten auch nehmen. Weil ich habe diesen Gegenstand gehabt. Ich habe den hier genommen, ne, fürs Monster besiegen und dann das geschmiedet. Aber ich kann stattdessen auch das Amulett nehmen und dieses Buch schmieden, dass ich dann upgraden könnte zu dieser Trankgeschichte. Wobei das einmal schmieden frisst. Und dann ist es ein Stufe 2 Gegenstand, richtig? Den ich für einen beliebigen anderen her benutzen kann. Ja, aber ich mache das trotzdem. Dann nehme ich nämlich das hier und lege dafür das zurück und das auch gleich wieder weg. Ja. Und habe dann das. Einmal schmieden ist damit erledigt. Und dann war's das. Da kann ich aber schmieden, ne? Da lege ich hier den Joker Level 1 weg und den hier, nehme diese Schuhe und mache die Schuhe besser und bin jetzt richtig schnell. C? Ich habe schon meine nächste Karte ausgewählt. Ich brauche dringend mal Speed, damit diese Gegner, die hier Zeug blocken, wegkommen, die Nerven. Einmal den kompletten Kampf wiederholen, oder? Das mit den Kreisen ist auch nicht so elegant mit den Symbolen da drin, oder? Das ganze Layout von den Karten ist echt... Das Layout von den Karten, also du meinst die Schriftart, ja. Ja. So ansonsten, die Zahlen sind nicht so extrem. Na, und die Symbole, diese Kreise, beim Tier... Du siehst die Symbole da manchmal gar nicht. Also ich weiß mal nicht, wieso das durch einen Reaktionsprozess durchkommt, aber... Also das hier, finde ich, geht noch. Geht gerade noch, das Problem ist, dass mit den Würfeln, die sind dann... Alles, wo Kreise drum sind auch. Die sind halt dann... Das geht auch noch, das sind die Monster in der Mitte. Hier, die hier. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Wobei, wenn es ungefähr so aussieht, aber es sieht ungefähr so aus, dann ist kein klares Bild. Ja, das ist wir haben ja eigentlich schon gute Sicht, aber da gibt es auch. Exzellente View. Du hast auch schon gewählt? Ja. Ich habe schon gewählt. Schmieden! Stufe 1. Das heißt. Ich fange an, oder? Nee, ich bin als letzter dran. Ich kämpfe jetzt gegen den, ich könnte den austauschen, will ich aber nicht, sondern ich greife mit 4 Würfeln an. Mit 4? Naja. 2, 3, 4, der blockt ja jetzt nichts. Der blockt nichts, der ist wirklich... Und könnte 2 Würfel neu würfeln. Das ist so ziemlich der einfachste Arschstufe. Ja, ja, ich gucke dir an. Aber der wird noch größer. Stimmt, der hat später eine große Verwandtschaft. Ich würde mir sowieso noch einen Namen wünschen, dann wissen wir, wovon man redet. So ist es der blaue Blob. Aber dann musst du die Karten auch anders umbringen. Ja, ja.
Aha. Fraus. Aha. Du kannst die ganze. Da zwei Würfel. Ich darf den Kampf 7 gegen 8. Komplett wiederholen. 7, ja, dann müssen wir den Kampf leider komplett wiederholen. Das würde auch bedeuten, dass wir die Effekte, also wenn ich jetzt neu würfeln würde und er sagt, okay, jetzt wiederholen wir den ganzen Kampf, dann kriege ich das auch alles wieder, ne? Der Kampf startet bei 0. Warte, wir können ja hier gucken, das steht ja hier. Du darfst einmal pro Zug den gesamten Kampf wiederholen. Der gesamte Kampf ist nur der neue Kampf hat Auswirkungen. Ja, ja. Also sagst du neuen Kampf? Ja, ich meine, ja. Also es wird trotzdem nicht klappen, aber. Monster und Auge. Oh! Dann werde ich für 2 neu würfeln. Oh oh. Nee. 13. Dann muss ich mir Schaden nehmen. Ich habe Schilde, 10 Stück. Und es hatte 12. Wird vom Kampfschaden der Gegner abgezogen, bei Mitteln des Herzensverlust. Wieso haben wir gerade. Jojo hat geschrieben, dass ich mir irgendwie Schaden nehmen müsste. Ich schreibe gerne warum. Du vielleicht pro angefangene 10. Ja, ja, aber durch das Schild geht es ja auf 2 zurück. Falls man pro angefangene 10, pro angefangene 10. Vielleicht. Weißt du, dass du von 0... 0, 1, ja, ein Herz. Das hätte uns dann vorher schon mal getroffen, oder? Ich hatte Gleichstand. Wir hätten trotzdem Schaden erlitten, also ich hätte trotzdem beide Male Schaden erlitten. Bei Gleichstand aber nicht, ne? Doch, pro, ist egal. Pro 10, die der Gegner würfelt. Vollkommen egal, ob du gewinnst, verlierst oder unentschieden ist. Und wenn man auf 0 geht, dann muss man... Dann muss man heilen. Dann muss man die Heilungskarte spielen. Dann hast, aber dann haben wir alle mehr Schaden jetzt schon, oder? Also wir haben ja alle schon... Also ich habe schon... Dann erleidest du 2 Schaden. Nee, beide Male gekämpft und beide Male auf jeden Fall. Wobei das eine Mal hat er nur 9 gewürfelt, da habe ich keinen Schaden. Doch, bei 9. Wir nehmen aber wieder 2, oder? Ja. Du kriegst das nicht auf 0 reduziert. Ja. Danke für den Hinweis. Nee, das ist gut. Ich habe 2 Mal gekämpft, ich habe 2 Mal gewonnen und ich habe beide Male sicherlich in irgendeiner Form Schaden bekommen. Okay, ja, ich auch. Das heißt, also muss man es auf 0 reduzieren, aber gar nichts. Okay. Ja, aber hier, so aber 20 Minuten. Mit anderen Worten, das Spiel braucht ein paar Runden mehr. Ja. Weil jeder dadurch einfach ein paar mehr Heilungen hat. Muss ja auf die 45 Minuten kommen. So, das heißt, ich habe da einen Gegenstand nehmen. Nimm mal den, der ist gut. Würfel mehr aus dem Rucksack. Ich nehme einen Trank. Das ist wirklich ein sehr guter Gegenstand. Der ist wirklich hervorragend. Trank. Ich würde diesen Gegenstand nehmen an deiner Stelle. Oh. Ich möchte ihn ehrlich gesagt gar nicht mehr verbrauchen, weil ein Würfel mehr so viel wert und die gibt es so selten gefühlt. Ja, also ist der... da ist aber, da ist er auch. Du musst uns nicht zeigen, der ist geheim. Warte mal, der ist geheim. Der ist geheim. Hm, okay. Gut. Dann ist der weg. Und kommt neuer. Oh, jetzt was. Der ist ja. Kann ich neu. Neuwürfeln verboten. Nee. Neuwürfeln und diese Würfelart ist verboten. Der ist immun gegen den. Du darfst jeden Würfel, warte. Würfel keine Wirkung. Keine W6, keine W6 und keine 12. Also, wenn man nicht mehr Speed hat als her, haben Würfel, die man hat, keine Bedeutung. Genau. Wobei ein Speed war das irgendwie, ne? Ich habe zweimal geschmiedet, das beides upgegradet. Ich möchte auch schmieden. Und zwar möchte ich gerne das beides hier umwandeln. Zack. Und zack. Und dann nehme ich hier den Dreier. Hast du das? Achso, ein Joker. Das ist das erste Schmieden. Und ich glaube, ich drehe den einfach gleich mal um, oder? Ich habe sonst nämlich nichts zu tun. Dann drehe ich den gleich nochmal um und dann trage ich eine fette... Jojo ist von Skelet Games. So, ich habe jetzt 25 Rüstung. Da geht was. Ja. Ich bräuchte bloß mal irgendwie Speed oder so. Aber es mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Mhm. Dann ist die Karte auch abgehandelt. Und dann würde ich gerne... Ja, das machen wir. Das wird schon gut gehen. Also ich möchte gerne meinen Ehrgeiz zeigen. Ich bin in der Herzphase dran. Was hast du denn hier alles für? Ich möchte Stufe 2 kämpfen. Ja, das ist dann aber 50% meiner Spezialkarten. 4 Würfel. Oh, du legst ja... Der hat 2. Wie viel Geschwindigkeit hast du? 4. 3. 3, okay. Das heißt, du... Also, wenn ich meine Rüstung nicht benutzen könnte, würde mich das nicht so hart treffen. Ja, 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 ja. Ich sehe den sehr gelassen. Okay, also Ehrgeiz. Ich kann mich um 1 heilen. Ja. Oh, ich darf mir einen Gegenstand der Klasse 1 nehmen. Und zwar möchte ich gerne... Meine eigenen sein? Den hier nehmen. Das mit dem Neuwürfeln, betrifft das nur eigene Würfel? Kann ich auch sagen, du, also der Gegner würfelt neu. Und dann möchte ich gerne das eine Mal Schmieden verwenden. Falls der einen Würfel. Mhm. Um das hier zurückzulegen. Das ist nicht ein deiner Würfel. Mhm. Und diesen Bogen herzustellen. Bogen. Zack. Hier steht genau das Gleiche. Da kann ich den Kampf sogar zweimal wiederholen lassen, ne? Jojo, darf man auch andere Würfel neu würfeln lassen mit dem Neuwürfelsymbol, so wie es da steht? Mhm. Was steht da hier? Du darfst einen Würfel neu würfeln, ne?
Du darfst einwirken, ja, aber nicht den vom Gegner. Da steht nicht dein dafür. Ja, ja, das ist ja richtig, die Kämpfe sind ja meistens gegen irgendwen an. Also gegen hier steht ja, du darfst jeden Würfel, der die angegebenen Werte zeigt, neu würfeln. Jeden. Und hier steht ein Würfel neu werfen. Ja, die Kunst beim Design. Achso, hier ist alles auf einmal, ne? Also das bedeutet natürlich mehrere und das bedeutet ein Würfel. Ja. Du meintest ja, sollte stehen einen deiner Würfel. Ja. Ja. Mhm. Weil gemeint ist ja nicht das gleiche, das weiß ich ja nicht, was da gemeint ist. Außer steht irgendwo anders in der Regel, dass man generell nur was mit, aber das steht natürlich da nicht. Dafür müsste man das aufmerksam machen gewesen. Auf der Rückseite von der Anleitung ist das auch nochmal. Ja, aber steht exakt das gleiche. Ich nehme mal den Gegenstand. Nein! Hätte ich doch bloß nicht zurückgelegt. Warum liegt der Trank verdeckt? Dürfen wir das nicht wissen? Möchtest du wirklich wissen? Echt? Trank ist ein Geheimnis. Möchtest du wirklich wissen? Ja, wenn es ein Geheiminfo ist, dann. Okay, dann nutze ich ihn jetzt. Darf ich das halt nutzen, oder? Ich glaube, ja. Der muss ja gut sein, wenn du davon ausgehst, dass das problemlos klappt. Ich würfel. Was? Ich kämpfe. Ich bin gelb. Ich habe keinen Trank. Nee, ich nutze mal noch nicht. Später, vorm Kampf gegen den König. Also durch. Du machst deine Aktion noch, ne? Ja, yeah, dann leg doch mal vor. Mal gucken, ob ich das überhaupt theoretisch schaffen kann. Natürlich. Das ist eine 12. 7, 12. Ist mal, also ich würfel jetzt hier 4 Einsen. 5. 7. Netter Versuch. 10. Das war's. Kriegst du 2 Schaden. Nee, minus... Achso, also ein Schaden. Ein Schaden. Was passiert dann? Musst du irgendwas ableben? Kriegst du einen Malus oder irgendwas? Kriegst du da irgendwas? Also, wenn jetzt, also ohnmächtig bist oder so? Oder? Ich muss mich einfach heilen, bevor ich... Du setzt eine Runde aus. Ja. Genau. Okay, also dieses Kampfsystem gefällt mir wirklich hervorragend gut. Traum. Also bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Genau wie bei diesem Neuwürfeln, dass du Wobei. Was hatte ich denn gewürfelt eben gerade? Achso, die 7 war eigentlich das Problem. Okay, kommt auf den Gegner an. Gegen den Gegner ist das hier richtig gut. Und wie viel macht denn der? 6 mal 4? 24. 24. Also hier, der macht maximal 24. Das heißt, der macht bei mir nie Schaden. Weil ich ja 25 Rüstung habe. Gut, du gewinnst dann trotzdem. Ich gewinne aber wiederholt. Ja. Ja, aber wenn er wiederholt, alles, was macht er 6 mal 4. Achso, ja. 6 mal 4. Kannst du es immer wieder alles, alle werden neu gewürfelt. Ja, da steht auch mehrfach, steht definitiv da. Ja, aber das ist auch ein Stufe 3 Gegenstand, das sollte sich auch irgendwann. Es gibt gute Gegenstände und die ich habe. Ja. Du bist halt immer zuerst dran und du blockst hier alles weg, was die machen. Das hier verhindert aber nicht das, weil es ein anderes Symbol ist. Ne? Das bedeutet, gegen ihn funktionieren der Würfel einfach nicht. Der König kommt ja. Also, ich komme ja auf 24 und er kann ja nur auf 21 kommen, wenn er schlecht würfelt. Ja. Ja, dann. Ist du musst ja was verheilen. Ja, aber. Du kannst bestimmt nicht, wenn du nicht geheilt bist. Du kannst das alle oder? 2 Runden probieren. Das ja, ist richtig. Ja, geil. Also, man muss ja ein bisschen sich aufs Glück verlassen. Aufs Glück verlassen. Dann bist du aber jedes Mal wieder Heilung. Ja, ja aber wenn ich heilen, das will, bevor jeder anderen Scheiß macht, ich mach das so. Mal gucken, man muss ja mal Dinge aus. Wir bräuchten, das alle machen würden. Das Problem ist, ich habe gegen den König gar keinen Bonus. Mhm. Doch 4, aber 2 plus 4 ist, glaube ich, nicht so viel wie 4 Würfel im Schnitt. Was machen wir gerade? Karten spielen. Ich möchte gern schmieden. Mhm. Get to know. Weil ich gern das hätte. Also. Das ist echt viel und das blockiert auch noch meine Rüstung und ich habe keine Speed. Das ist ja... Ja, Biene sagt auch, mach den König platt, Ben. Ja, ich bereite mich darauf vor. Das ist ein Speed. Dann brauchst du gar nicht mehr so viel, oder was? Nö. Ich habe auch gegen Stufe 2 Gegner immer noch nicht so wirklich schnell. Du kannst dir auch ein Schild nehmen, damit du halt das da und dann... Ich bereite das jetzt nachher vor. Der ist voll kacke. Ach so, so geht das Spiel also. Du musst mal deinen Helm da irgendwie. In 3 Zügen habe ich gewonnen. Vielleicht. Oder in 5. Mhm. Oder in 7. Oder in 9. Gut zu wissen. It's a race. Hey, mach ich doch platt. Aber wir wissen ja auch mal, wann du den machst. Also. Wenn man das natürlich nicht so mag. Der labert los. Ja. Ja. Achso, jetzt hast du meine Karte schon gesehen. Habe ich? Nö, alles gut. Ich hab da nichts. Achso, die ja. Gut, der Feldberg auch. Mach den König platt. Mach den König platt. Mach den König platt. Stufe 1. Stufe 1. Ihr dürft zuerst. Ich bin der langsamste Schurke. Ich bin 3 fast. So, ich nehme natürlich den und bin 3 schnell. Deswegen ist die Rüstung egal. Dann habe ich hier 2, 3, 4 Würfel. Er hat 1 Würfel. Viel Glück. Viel Glück. Ja, okay. Zähl nicht, nein. Das ist egal.
Warte mal, der hat jetzt eine 1 gewürfelt, ne? Das hat, ich habe aber eine 7 Rüstung, also mir passiert nichts. Bei 6. Dann kriege ich jetzt einen Stufe 1 Gegenstand, richtig. Da hat ja das, also will ich das hier. Nee, warte. Was war der Unterschied zwischen dem Symbol und dem Zeug hier? Da gab es noch einen Unterschied. Das ist nicht das gleiche wie das. Das ist die Schnelligkeit. Nee, das da. Das ist da? Nicht das gleiche wie das. Weil wenn du sagst jetzt, das rechnet dann minus 10. Jetzt geht es darum, wer hat den Kampf gewonnen? Ich. Jetzt geht es darum, er macht mir 6 Schaden. 1 plus 5. Genau, das ist und das ist mit 7. Der Schaden, aber nicht der Kampfkraft. Nicht die Kampfkraft, genau. Verwirrend. Also ist das einfach schlechter als das. Ja. Das ist einfach weniger wert als das. Okay. Ansonsten ist es. Genau. Also, nur ich habe ein 7er Schild, also macht mir keinen Schaden. Richtig? Mhm. Ja. Okay. Dann kann ich jetzt einen Stufe 1 Gegenstand nehmen. Und schmieden. Und das Schmieden. Dann nehme ich doch das hier. Ich habe eine Ahnung, was du tun musst. Und dann habe ich das weg. Guten Tag. Und dann nehme ich mir noch das da. Hallo. 7 unten. Naja. Die bösen Monster müssen neu würfeln. Warte mal, ich hätte das und das hier noch die 15er Rüstung nehmen können, ne? Na. Roleplay und das spielt sich komplett unterschiedlich. Wer und was? Roleplay und das hier. So, ja. So, dann kommt er ja weg. Richtig. Wenn die weg sind, sind sie übrigens weg, ne? Dann kommt immer nur noch ja, das, wogegen es. Na gut, du kannst auch gegen kämpfen. Ja. Okay, dann kämpfe ich gegen. Der Tod war der Tod, oder? Ja. Der Lampen. Also, das hat 5 plus 10 Schaden. Das ist dir egal. Mit wie vielen Würfeln greifst du an? Ich habe bereits gewonnen, ohne zu würfeln. Also ich habe hier 8. Er hat 5. Hm. Also ich kann noch würfeln, aber wir können es auch lassen. Hm. Wo hast du 8? Hier ist das 4 plus 4, genau. 4 gegen Monster. Ja. Und sein Schaden ist ja einfach 15. Ich reduziere um 25. Also 0. Also bis das ist undefendable damage. Das ich glaube nicht, aber kannst du noch mal gucken. Dann würdest du auch noch welchen kriegen. Ja. Dann besiege ich das wohl, kriege einen Stufe 1 Gegenstand. Was hätte ich denn gemacht? Oh, es ist vor der Spiel. Ich sollte ab und zu mal meine Instagram-Nachrichten gucken. Ich habe 10 Anfragen von irgendwelchen Verlagen. Wir sehen nachher. Das ist, wenn man den ganzen Tag über so beschäftigt ist. Ne? Instagram berührt sich einfach noch weniger als TikTok. Ja, das ist einfach nur. Ja, du hast keinen Schaden genommen. Gib mir mal bitte die Schriftrolle da hinten. Nee, gib mir mal bitte. Nee, nicht die andere Schriftrolle. Gib mir mal das Amulett mit dem plus 7 Schild, was man hat, hat man. Amulett? Ach, hier hinten. Ja. Und zwar ist das so. Amulett. Nee, gib mir doch das andere. Der braucht schon ein Schild. So. Du willst doch den Job? Nee, oder doch das hier. Egal. Diese liegen ja auch außen. Deswegen liegen die auch außen, weil sie ja eh für alles sind. Ja, den kämpfe ich auch gleich. Ne? der macht maximal 36 Schaden. Oh ja, geil. Weil der so viele Würfel würfelt wie du. Nee. Der würfelt zwei Würfel und dann 8. Ah. Jetzt du? Nett. Wie viel macht er jetzt? Was? 4. Also. 24. Richtig. Ja. Aber das Gute ist, wenn ich gegen den kämpfe, kann er maximal 16 machen. Das ist richtig. Ja. Weil er 4 höchstens machen kann. Du kannst noch einmal schmieden. Das ist eine sehr lustige Karte, was du schon geschmiedet? Ich habe noch nicht geschmiedet. Und zwar würde ich gerne bitte. Oh. So, jetzt habe ich von Natur aus 12 gegen Gegner. Du hast ja Stufe. Das heißt, jetzt muss ich noch irgendwo. Also, ich muss 4 würfeln, um über das zu kommen, was er maximal gegen mich machen kann. Mit einem Würfel? Ja. Ja. Beat it. Just beat it. So, gegen Rüstung. 2 schnell. Ich bin 3 schnell. 7 plus 2 Würfel. Immer noch nicht. Wann kann ich Terrain spielen? Jederzeit. Mhm. Oder nur, wenn ich fertig meine Aktionskarte abhandle. Tränke kannst du, glaube ich, immer spielen. Tränke mit uns einem Runde, hast du die Möglichkeit, einen Trank einzusetzen, deckst ihn auf. Wann? Einmal pro Runde. Mhm. Und wann ist das? Wenn du dran bist. Also, ja, wenn Runde, das ist ja nicht ein Zug pro Runde. Die meisten Tränke spielen auf sich selbst, gibt auch eine Handvoll Tränke, die wir auf Mitspieler spielen können. Ist das so? Ich will mehr Würfe haben. Ich finde das immer gut, wenn ein Spiel so gut wie gar keine Take-That-Karten hat, wobei es nicht hieß, dass Take-That-Karten sind, aber so gut wie gar keine. Und dann sind noch welche dabei. Das sind nämlich die, die sich am miesesten anfühlen, weil sie nicht zum Rest des Spiels passen. Mimimi. Wie ist das so? Ach komm, hier, bumm. Ich hab schon gewählt. Ich hab noch Ahnung, was du vorhast. Was hab ich denn jetzt wieder vor? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Du hast blind gezogen. Ja. Ich muss mal gucken, ich hab noch 2. Warte mal, was hab ich mir eigentlich gerade als Belohnung? Ich hab einen Trank genommen stattdessen. Ich glaube, ich kämpfe genauer. Habe ich nicht gerade gegen jemanden gewonnen? Ja, warte mal. 18. Doch, ich habe doch gegen den gewonnen.
Hatten wir eine. Achso, ich habe das geschmiedet. Ah ja, ich habe die Schuhe geschmiedet. Okay. Stufe 1 genommen. Was ist, wenn man eine Kreatur der Stufe 3. Man kriegt hier Stufe 2, hier okay. Stufe 3. Gegenstand, genau. Aber hier darfst du nicht danach schmieden. Da darfst du halt danach nochmal schmieden und hier. Ja, also bei deinem Kraft. Was sind das für ein Kackgegner? Weißt du, genau bis der würfel, was ich würfel? Ich komm doch gar nicht dran an denen. Warum nicht? Wir haben doch schon geplant, oder? Ja, hallo! Ja. Aber du hast auch 3, ne? 6. Nein. Das auch. Ne, wie viele Hasen hast du? 3. Wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Ich weiß. Ich habe gerade. Kann ganz Karte oben drin? Wir hauen ja den König. Oh. Du zuerst? Hey. Dann mach mal. Tschüssi. Dann. Was war noch drunter? Erstmal kämpfst du. Nee, ich leg ihn weg. Ach, du legst ihn weg. Dann kämpfst du. Also du willst eigentlich gegen ihn kämpfen. Ob ich jetzt gegen den kämpfe oder gegen das, wo statisch 10 steht, ist mir gerade egal. Tust du ja nicht. Ich kämpfe ja gegen den anderen Gegner. Nee, er will den ja weglegen, aber runter. Dann kommt der halt wieder. Ja, ja. Genau. Ändert nichts daran, dass ich ihn, glaube ich, was ist das? 4x4? Oh, 16? Ja, na klar. So. So gut, dass wir darüber geredet haben. Ich habe das Spiel schon mal meine Karte für nächste Runde. Nein. Stimmt, du hättest kämpfen. Die Wache gar nicht. Doch, Wache. Doch, schon. Klar, ja, kann halt in keinen Kämpf mehr gehen. Ich darf nicht kämpfen. Das steht, ach, man darf nur nicht kämpfen. Natürlich. Das hätten sie mal draufschreiben können, oder? Also. Ja, so 2-3 Infos mehr wären ja auch gut gewesen, aber. Gut, dann kämpfe ich jetzt mal gegen den, der hat ein Herz. Und eine bessere Schriftart. 4. Und der muss 5 und 6 wiederholen. Herz gleich. Du hast ein Herz, also 5 der Einwürfel. 2. 11. Ich glaube, du hast es geschafft. See. Weg mit ihm. Ich darf einen Stufe 1 Gegenstand nehmen. Ich will das da. Nimm doch. Dann kriegt er einen Trank. Komm, hier. Also lass mich raten, dann willst du schmieden? Aber mein. Kann ich ja nicht. Aber warte mal, lass mal. Komm, wir kennen die Tränke noch nicht, ich hol mir Tränke. Ich will eigentlich das da haben. Noch mehr Rüstung will ich aber nicht haben. Ich will das da haben. Ich. Ja, ja, ich will alles haben. Aber ich will auch die, guck mal, die sind schon so schön upgegradet, die kann ich da reinlegen. Greif mal zu. Blau. Immer eine 3. Neuwürfeln. Ech. Wo ist denn das da? Ich habe echt gesagt, vergessen aus meinem Spiel. Hier. Ich muss mal gegen so einen kämpfen. Da brauche ich mehr Schild. Den Helm, ich habe schon was auf dem Kopf. Handschuhe. Pff. Amulett? Ech, Amulett. Handschuhe. Handschuhe. Ja, ja. Dann mach ich mal einen guten danach. Ja, ich bin auch schneller als der. Ja, komm. Amulett. Das kann ich nicht schmieden, ne? Na doch, guck. Schmieden schon, also nicht verbessern. Gut, dann kämpfe ich gegen den. Würfel doch mal zuerst für den. 12. 12. Ich habe 12 und würfel 2 Würfel. Mehr. 25. Kein Schaden. Besiegt den. Und darf mir jetzt einen Gegenstand der Stufe 1 nehmen. Eieiei. Ich könnte mir jetzt ja ganz viel Auswahl hier schaffen, ne? Wenn ich das jetzt nehme, kann ich quasi alles herstellen. So, was will ich denn jetzt machen? Das ist das, das ist das. Wenn man jetzt auf die Karten tippt. Ich will die Karten tippt. Und die? Nichts. Also irgendwann siehst du einen Fleck. Irgendwann muss man ja mal mit so Schuhen anfangen. Ja. Ne? Ist bestimmt super. Okay. Hat Ben gemacht, dann ist Stufe 1 gegenstanden. Ne? Ich nehme mir das Ding und. Das ist ja schon weg. Riesig. Ja, stimmt. Nur plus 2 nur. Den coolen Scheiß genommen hier hinten. Das hast du, Karl, ne? Mhm. Das hab ich, das hat Ben. Ich hab gleich was zurück. Ich, nicht. Oh, ein plus 3. Oh, das da? Mhm. Oh! Ich kann es auch in meinen Rucksack schieben, oder?
Na, wenn es schmiedest nicht. Also ja, dann. Bis zum König ist ja nicht mehr so weit eigentlich, ne? Nö, König ist in 3 Zügen platt von irgendwem von uns. Ich glaube auch, dass ich das gerade irgendwie ein bisschen übertreibe, tatsächlich. Der würfelt halt nichts, da bringt halt diese Rüstung. Wobei das gilt auch für den 12-seitigen Würfel. Der König hat ja nie einen 6-seitigen. Wenn er da 5 und 6 würfelt, muss er die nochmal würfeln, ja. Das, was besser für ihn ist. Ist ja auch komisch eigentlich, ne? Es gibt wahrscheinlich auch Könige, die mit einer 1. Man muss jeden 6-seitigen Würfel neu würfeln. Mhm. 12-seitigen würfelt er nicht neu. Mhm. Gut. Der 7. Da bin ich ja tot. Ja, cool. Vor allem gegen den König habe ich ja hier nochmal weniger. Weil das zählt ja nur gegen Kreaturen als 12. Du musst jetzt heilen, ne? Ach ne, aber das ist halt also bevor wir kämpfen. Ich kann auch mir noch Sachen holen. Mhm. Und nur einen Trank pro Runde, ne? Also nicht mehrere Tränke zünden. Haben, spielen, was? Also mein Essensfavorit ist Steak. Das ist sehr lecker. Das ist auch übrigens ein leichter König, ne? Also die gibt es auch alle nochmal in ja, Alt. Ja. Dann haben die 2 12-seitige Würfel. Da geht dann ein bisschen mehr. Bis zu 24 obendrauf. Ist dann schon eine Ansage. Tim macht das auch spannend heute. Hallo! Hinterlist. Oh, oh, oh. Ich mag den Charakter nicht. Hinterlist ist... Ganz macht Heilung. Ich heile zuerst. Fertig. Ich bin Trank. Was macht der Trank? Nur du kriegst verlierst ein Herz. darf nicht das letzte sein. Es wäre clever gewesen, das zu machen, wenn ich nur noch ein Herz übernehme. Das darf nicht das letzte sein. Achso. Ja, dann ist das ein doofer Trank. Passt total zum restlichen Spielgefühl. Hinterhalt! Hinterhalt, so, also, Hinterhalt muss ja, ich ja gleich, vorlesen. Gleich. Ja, 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 ja. Wenn du dran sagst du Hinterhalt, wenn Stufe 2 erst ist. Ja, weil das der Hinterhalt jetzt gerade war. Also. Ich bin schon durch. Ja, ja, in dem, ja. So, jetzt kämpfe ich gegen den hier. Der ignoriert das mit der Rüstung. Macht aber nicht, weil ich schneller bin. Ich habe, oh, ich hatte doch 4 Würfel. 7, also 14. Die block, ist schlagbar. Die blocke ich. Also die 6 musst du neu würfeln. Nein, doch nicht. Doch 5 und 6. Ja, die 6. Ja, du hast mich kopiert. Ja, ich habe den. 5? Ja, also 12, ne? Und ich habe 10, 19. Dann schaffst du das wohl. Genau, und krieg keinen Schaden, weil ich 7. Dann kriegst du eine Stufe 2 Gegenstand. Juhu! Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2. Ich nehme mal das da. Mach das ja auch. Das sind maximal 8. Mach ich auch nicht so. Okay. Okay. Fertig? Ja. Hinterhalt. Ich kämpfe gegen ein Kreatur der Stufe 3. Hm. Ich habe zusätzlich 6 Kampfkraft. Das heißt, ich bin bei 18. Bei Erfolg nehme ich einen Gegenstand der Stufe 3. Und wenn ich das besiege, also nehme ich 2 Gegenstände der Stufe 3. Oder steht das extra da drauf? Nee, das steht ja auf der Karte, ne? Stufe 3. Ja. Ich nehme keinen mehr. Ich kriege einfach nur einen leichteren Kampf. Genau. Okay. Doch, sonst ein bisschen. Ich frage lieber nach. Ja, ja. So, was hast du für einen Ausgangswert? Ich muss ja die 5 und 6 neu würfeln, ne? Ja, also du kommst auf maximal 24. Oh. Bist du eine Kreatur? Ja, die darf. Die darf den Kampf auch einmal komplett neu auslösen. Ja, ich weiß. Tja, dann würfeln wir nochmal den Kampf, oder? 9, 10, 15. Du hast ja wie viel, was für einen Ausgangswert? Ich habe einen Ausgangswert von 18. Mhm, ja, gut. Nochmal, bitte. Jetzt hier. Vierer Pasch. Mit Zusatzzahl. Kniffel, vierer Kniffel. Vierer Kniffel mit Zusatzzahl. Hier ist eine 4, aber eine 2, eine 3. Blech. Komm, keine 1, keine 1. Boah, das sind 8, 12, 17. Ich bin von der Tour schon bei 18. Ich würfel mal aus Spaß an der Freude. Ich hätte den Kampf nochmal wiederholen lassen können. Nochmal. Die Chancen waren jetzt gar nicht so schlecht, das zu schaffen. So, Stufe 3, danke sehr. Jetzt ist gleich der König dran. Das, gegen den König habe ich viel zu wenig. Ja, erst müsste der aktive Spieler entscheiden, ob er den Kampf wiederholen möchte. Ja. Aber er hätte ja nicht gemacht. Entschieden, und ich hätte mich dafür. Genau. Das, ja, ja. Schon, das passt so. So, leider nur einmal im Spiel. Ich ja, schon stark. Du hast jetzt gegen den gekämpft, ne? Dann ist der weg und hier kommt wieder ein neues. Ein Auge. Lasst eure Fäuste zu Hause. Dreimal neu würfeln. Was ist denn das für ein Kackgegner? Dreimal neu würfeln. Der verbietet Waffen, außer man hat eine Stärke in der Geschwindigkeit von 4. Nett. Boah, also der gegen mich hat der 4x4, 12 maximal. Aber bei mir zählt die Waffe nicht.
Also müsste ich 2 Sechsen würfeln, um auf die gleiche Zahl. Okay, der ist für mich tatsächlich ungünstig. Wobei hier sind 2 Würfel extra. Ich habe 4 Würfel. Ich habe 4 Würfel, er kommt maximal auf 12. Es wird eher weniger sein. Wer ist das? Und ich habe hier nochmal 5 Kampfstärke. Oh, jo. 4 Würfel, ich glaube mindestens 9. Kannst du das eigentlich auch auf den König anwenden? Ja, kannst du ihn drunter legen. Oh. Kann nicht gegen den König genutzt werden, schade. Also von mir aus dürftest du ihn unter den Stapel legen. Das ist vollkommen okay. 4 Würfel ist 4 bis 24, ne? Mhm. Das heißt, man kann sich entscheiden, will man den Mittelwert? Oder will man, was kommt denn da dazu? Noch ein 5. Würfel, ja? Das steht immer drauf, das kleine Plus 1. Ja, das ist von Kiosk nicht lesbar, deswegen habe ich gedacht. Also, da hast du nicht viele Optionen. Ja. Hätte ja sein können, dass irgendwie das um Plus 1 Standardstärke als Gänze oder so. Es kommt nie ein neuer Effekt dazu. Das kann man sagen. Stufe 3. 1. Stufe 1. König! Oh, ich wollte eine Wache spielen. Ah, da fängst du sogar an, ne? Ja. Ja, das war als erstes. Dann leg doch mal vor und weiß ich, ob ich überhaupt würfeln muss. Wieso, wie hast du denn? Ich habe 5 Würfel. Ach so, ja, ja. Also kommt er bis, 20 plus 30. 26. Schaffbar. 41 Schaden. Ja, so und ich. Wir wiederholen den Kampf. 31. Nicht schwierig. Nicht schaffbar. Aber wären so halbwegs, aber na, nee. 18. So. Jetzt ist er bei 46. Ja, kriege ich ganz viel Schaden. Zack, so kaputt, fertig. Das machst du jetzt alle 2 Runden. Ja. Okay. Oh, ja, das ja, hat wirklich. Die Wache dann alle 2 Runden später. Okay. Oder du. König. Stufe 1 gegen den 10er. Die hier. Haben auch verschiedene. Also, solange schön. Der da liegt, ne? Wenn, ich hätte auch einen 3er aber. Er muss halt auch einen. So, der hat einfach nur eine 10, ich würfel mit. Die 3 arbeite ich jetzt, glaube ich, alle ab der Reihe nach. Das kann ich, also je nachdem, wie die aussehen, solange die ungefähr so aussehen, kann ich die fast immer mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit besiegen. Ich kämpfe jetzt gegen den 1er, das ist eine 10. Muss und auf ich 5 mal gut würfeln. Ich habe eine 17 gegen den schlecht. Und blocke den Schaden. Das heißt, kriege ich Level 1 Gegenstand. Und hier, wenn du dich entscheiden kannst. Ja, finde ich, ja. Der 13, Anna redet auch mal von ihrem Sohn. 1 und kann danach schmieden und macht das hier besser auf eine 10. Fertig. Okay. Dann kämpfe ich gegen Stufe 3. Leg doch mal vor. Mit 4 Würfeln. Deine Faust ist. Oder bist du schnell genug? Nee, ich bin nicht schnell genug. Also kannst du deine Faust benutzen. Das ist ausgeschaltet. Okay, kann 3-mal neu würfeln. Das ist. Joa. Erstmal muss er die beiden neu würfeln. Achso, weil die gegen dich, ja. Jetzt kannst du ja gleich mitnehmen. Ja, ist gut. So, jetzt nimmst du den und den lasst du. Das ist schon nicht schlecht. Ich kann den Kampf auch nochmal neu auslösen. Ja. Ich habe 4 Würfel. 15. 13. So, das sind 13. Dann habe ich hier noch plus 5. 18. Genau, du hattest weniger. 15. Genau, dann gewinne ich den Kampf. Ich habe auch genug Rüstung. Mit 25 Rüstung erleide ich auch keinen Schaden. Das heißt, ich besiege den hier. Kriegst einen Level 3 Gegenstand. Ich glaube, ich. Warte. Ich möchte gar nicht das, sondern ich möchte lieber das hier haben. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und den, der war nicht in meinem Rucksack, ne? Leider kann ich den gerade nicht schmieden. Das wäre auch noch schön. So, jetzt habe ich immer noch nur 3. Das heißt, ich würde immer noch nicht schneller laufen als der. Und der blockt meine Rüstung. Der ist, den mag ich nicht so. Schade. Das durchkreuzt meine Pläne für die kommende Runde. Okay, da muss ich mal gucken. Dann will ich tatsächlich... Moin, Holger. Das ist ja schon irgendwie schlechter. Shit. Cool, ist das 13 nach hinten. Okay. Also in Samantha werden es auch mal mit Zahlen angesprochen. Was mit Zahlen? Er hat mal durchnummeriert, A1 und ich mit T war irgendwie 17 und dann hieß es immer nur 17 an die Tafel. Also, das ist schon ganz lustig. Ich habe das Gefühl, also
also spätestens nach 2-3 Partien ist das halt schon... Gefühlt durch. Ist das halt schon irgendwie durch, weil die Gegenstände sind ja immer absolut die gleichen. Die Monster haben wir auch gleich... Also alle nicht alle, gesehen? Nein, es gibt noch andere, aber Anderer König. Die Mechanik der Monster kennen wir ja. Genau. Die anderen Könige sind, glaube ich. Und hier das Craft kann ein bisschen verändert werden, wenn du die Tableaus halt anders anordnest. Du hast einfach die Ringe rausgenommen, Sauerei. Sorry. Aber ist halt so oft, ne, wenn man was Mittelkomplexes sucht, auch so für öffentliche Spiele treffst oder so, da ist das schon ganz gut für. Das kann ich halt nicht okay. gut nehmen, kannst sofort durch. Ich möchte gern schmieden. Ich auch. Du möchtest auch gern schmieden. Ich habe 3 Hasenpfoten. 4. What? Nee, warte, 3. Ich im Rucksack zählt es nicht. Gleichstand. Wir kämpfen. Ich habe 4, 6 Würfel. Ich habe 10 plus 3 Würfel. Ich brauche das da. Achso, wenn es danach geht. Das gilt als nur Kreaturen oder auch Spieler? Du bist gar nicht so hübsch da. Wo steht denn das? Also nicht gegen Körper, andere Spieler, ja, ja. Okay, also habe ich, warte, was hatte ich? 6 Würfel? 2, 4, 6. Plus 6 plus 11. Das sind 5 Würfel. Was? 2, 4, 5, 6. Ach, der da. Ah, warte mal. Ja, dann ich habe 3, ja. Also ich habe 6 plus 11. 6 plus 11, wow. Ich habe 3 plus 10. Ich kann den Kampf auch wiederholen lassen. Ist das ein Kampf? Ich fürchte, ja. Ich kann neu würfeln. Ja. Du hast schon gut gewürfelt. Ups, jetzt haben 6. Ich glaube, ich werde den Kampf wiederholen lassen müssen. Mal gucken. 27. Also das sind 10 und das sind 18 plus 11 sind 29. Glückwunsch. Das ist ja auch scheißegal. Ja, ich glaube, einfach als erster Spiel. Ben, welchen Kampf hast du gelegt? Ich bin schon durch. Weil wir hätten uns vorher unterhalten sollen darüber. Geil. Wir hätten uns vorher darüber unterhalten sollen, was wir mit dem Schmieden machen sollen. Sag ich nicht. Nee, weil ich habe sowieso eigentlich nur das hier vor. Insofern, ja, aber ja. Es war ja spannend, das mal zu sehen. Ja, ja klar, ich mache die beiden Joker. El Joker. Und jetzt hole ich mir 2 Tränke. Von Upgrade ist auch wie in Level 2. Also ich würde in Level 2, wenn ich das jetzt umdrehen würde, wäre das ja ein Gegenstand 2 bekommen würde. Zurückgeben und dafür 2 Tränke nehmen. Zurückgeben? Weil ich habe ihn ja schon, ich habe ihn geschmiedet auf 2. Wenn ich jetzt upgraden würde. Ich glaube, du musst ihn ja upgraden. Du kriegst ja einfach einen Trank geschenkt, das wäre noch schöner. Aber ich prüfe es. Gegner gegen Tränke tauschen. Tränke tauschen. Warte, dann nehme ich, ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Warte, liegt da irgendwas Cooles drunter, was ich gerne haben möchte? Du kannst auch einen Trank gegen einen neuen tauschen. Ein Trank gegen einen neuen. Es tritt übrigens das klassische Phänomen ein, dass man auch, wenn Rollenspieler es nicht gerne nicht wahrhaben wollen, bei vielen Würfeln, diese spikige Schaden, es wird ja immer weniger, weil du ja, je mehr Würfel du würfelst, desto eher erreichst du immer ja den Mittelwert, weil sich die Würfel dann mitteln. Komm ich nicht mehr. Hier hast du ja einen ähnlichen Effekt letzten Endes dann. Also das setzt ja hier schon ein. Aber ich trinke, ne? Boah, was? Der 12 und 3 Würfel, der kann maximal von 30 kommen. Mhm. Boah. Und keine Rüstung bitte mitbringen. Ja, mein Gott. Ah, ist das ätzend. Ja, irgendwann muss das immer. Das muss noch eigentlich ersetzt werden. Das ist jetzt nämlich, das war jetzt fürs Kämpfen gegen die Monster eine nette Investition und jetzt hängt es mir an. Is no try. Kämpfen, heilen, kämpfen, heilen. Immer das Gleiche. Ich war mit 13 noch lange nicht ausgewachsen. Muss was? Muss man den Schaden, also wenn man gegen den König kämpft und dann am Ende auf 0 Herzen fällt? Danach heilen. Nee, aber wenn man ihn besiegt hat, obwohl man auf 0 Herzen fällt? Ja, bei Erfolg, du gewinnst das Spiel. Na dann. König, aber als Bestechung. Oh, was heißt das? Aber ich bin vor dir dran. Plus 2 Geschwindigkeit. Ach so, was? Ich bin vor dir dran. Oh, wirklich? Aber tatsächlich ist meine Chance nicht besonders hoch. Ach so, okay, dann. Meine Chance ist so im 50% plus ein bisschen Bereich. Ich drücke euch beide die Daumen.
Ja, dann würden wir uns erst den König. Ich glaube, das ist am spannendsten. Also für mich. 8. Also 28. 28. Kannst du denn das so neu würfeln? Ich kann einmal den ganzen Kampf neu auslösen. Okay. Ich kann nicht neu würfeln. So, ich habe 7 Würfel. 2, 5, 6, 7 plus 11. Nein, das würde wohl klappen. Ich habe überlegt, ne? Also ich habe den Durchschnittswert genommen von jedem Würfel. 3, dann sind das 3,5. 3,5. 3,5. Ja, ist richtig. Aber. Das ist nicht gut genug, glaube ich. 9, 10, 13, 18. Und plus wie? Plus 11, oder? 18 plus 11. Das sind 29. Und yay! Glückwunsch! Echt, so ein mieser Wurf hat. Ja gut, die reichen. Genau, die haben das ja ausgeglichen, ja. Was ich überlegt hatte. Genau. Ich wäre jetzt mit einer 16 und 6 mal Neuwürfeln reingegangen. Ja, ich hätte den Würfel ganz oft neu gewürfelt. Den kann ich auch neu würfeln lassen. Ja, das kämpfen. Ja, warte, du es auch geschafft hättest. Der neue König. Der neue Nein! Dann will ich auch meine 7 würfeln. Eine 8. Nach unseren Neuwürfeln. Ja. Gleich voraussetzen. Soll ich? Ja, klar. Neuwürfeln. Neuwürfeln. Du hast 3-mal Neuwürfeln. 6-mal. 5. 5. Na, aber ich komme. Ach, durch die Tränke. Ja, ja. Denk dran, du kannst nur einen Trank benutzen. Im Kampf gegen? Ja, du kannst nur einen Kampf vorne benutzen. Ach so, okay, dann hätte ich nicht gekämpft. Ja. Tschüss! Also du kannst warte mal, ich habe 3-mal neu würfeln. Es ist ja immer noch möglich. Nee, aber mit 3 Würfeln komme ich ja nicht auf 25. Bei 25. Ja, ich habe 3 Würfel. Aber du hast hier eine plus 10. Ja, ja, okay, dann. Nochmal neu würfeln? Dann habe ich 6 neu würfeln. Okay, doch, dann mach was. Nee. Ich kann noch insgesamt, ich kann dann 6-mal neu würfeln. Weil so, ich hatte eine 16 gehabt, deswegen wollte ich, weiß so. 4, das sind 18. Wie viel hat er? 25. Also muss ich auch höher als eine 4 würfeln. Du musst ja die 4 nicht neu würfeln. Na doch. Du musst nicht alles neu würfeln. 18, kann ich nur auf 24 kommen. Genau, wenn das auch eine 4 wird. Ja, also ich muss höher als, ich muss 5 und 6 würfeln. Die Frage ist, ne, also höher als eine 4 würfeln ist ja unwahrscheinlicher als. Aber mit einer 4 kann ich schon nicht, mit zwei 4 kann ich nicht schaffen, weil ich jetzt auf 18 bin. Genau, aber ich überlege gerade rein wahrscheinlichkeitsmäßig. Es wäre sinnvoll, eine 4 liegen zu lassen und nur 2 neu zu würfeln, oder? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es weniger wird, ist ja höher als dass es mehr wird. Durchschnittswert ist 3,5. Und das würde reichen. Mhm. Es gibt ja drei Zahlen unter einer 4 und nur 2 drüber. Kannst du erstmal die Würfel gucken, was da rauskommt. Ja, ja, ich habe aber limitiert. Ich habe jetzt mein vierter Neuwürfler. Achso, er muss übrigens eine 5 neu würfeln. Nee. Nur bei 6-seitigen Würfeln, ja. Och. Nee. Das war jetzt mein vierter Neuwürfler. Mhm. Ja. Noch 2. Oh, das geht. Ich leg dir mal zur Seite, ich habe Angst, dass du hier umstößt. Oh, das reicht aber noch nicht. Nee. Und jetzt kannst du den nochmal neu würfeln. Reicht mir noch nicht. Fünfter, das war der letzte, glaube ich. Das war's. Hätte ich nicht geschafft. Knapp. Ja, schön. Ah, das mit den Tränken. Siehst du, das mit den Tränken? Aber klassisch, ne? Ja. Mit der Schurkenkarte zum Ende auf. Ich so, spielt er jetzt den König? Ja, aber das habe ich jetzt. Oder spielt Ben jetzt die Wache, weil er weiß, dass wir jetzt König spielen? Aber ohne die Kombination, also ohne das wäre ich da nicht reingegangen in den Kampf, weil das ja ziemlich unwahrscheinlich war. Ja, aber stell dir mal vor, ich hätte so lange dürfen, bis was Niedriges kommt, dann mit einer 1 oder so, aber. Ihr hättet jetzt beide damit gerechnet und die Wache gespielt, hätte er plus 8 gehabt. Das wär, ja. Dann hätte ich nochmal neu würfeln können. Das wäre nicht besser gewesen. König Karl, Karl der Erste. Ja. König Karl passt. King Karl. Mhm. Ja. Aber vielleicht hatte ich auch einfach den stärksten Charakter. Weil ich kann die Sachen ja garantiert nutzen. Deine Fähigkeit ist nicht so stark. Nein, ich hätte meins am Anfang besser nutzen sollen und halt schneller kämpfen sollen, um halt die Belohnung zu kriegen. Also meine Fähigkeit dafür gesorgt, dass ich die Gegenstände bekommen habe, die ich wollte, weil ihr die nicht genommen habt. Aber, ja, aber also du hättest auch Stufe 2 und Stufe 3 blocken können. Nein, nur eins. Nur eins? Mhm, weil wir können ja dir auch eigentlich immer mit diesen Joker-Dingern ausweichen. Die kann aber zwischendurch auch blocken. Nicht. Ja, dann ist den anderen. Naja, wenn aber einer weg ist. Ja, aber das sind schon viele Wenns, dafür, dass ich meine Karten garantiert spielen kann, wenn ich das für richtig halte. Mhm. Und du hast ja einen Startbonus, den ich nicht auch, so gut genutzt habe. Weil man spielt als erstes irgendwie die Wache für den ersten Gegenstand. Da spiele ich hier. Auf irgendeinen Gegenstand und dann bekomme ich einen der Stufe 1. Habe ich falsch gelesen. Aber aber wenn du siehst ja, was jemand vorbereitet hat, dann kann das halt nicht craften. Genau, also kannst du das. Das stimmt, aber beim Kämpfen kannst du es dir einfach nehmen. Naja, aber wenn wir es nehmen, dann kannst du es nehmen. Genau, du kannst ja trotzdem liegen lassen. Du hättest es auch beim Kämpfen. Genau, aber auf Stufe 3 musst du ja nicht das Vorbereitete nehmen, du kannst ja irgendwas nehmen. Deswegen kannst du da dem auch ausweichen. Das stimmt, ich hätte trotzdem. Wenn er es da gelegen hätte, trotzdem diese Rüstung. Ja, klar, wenn ich dafür den 1 Gegenstand bekomme, ist einem das ja vollkommen egal. Aber ja, das macht es ein bisschen besser. Ja. Ja, aber es ist wie gesagt nicht einplanbar, während die halt einplanbar sind. Ich kann halt damit anfangen, dass ich 2 Gegenstände nehme, wo ihr mit der Wache einnehmt. Das muss ein anderer Spieler sein, das darf nicht mal selbst sein. Ich kann einmal einen Stufe 3 Gegner früher bekämpfen als andere. Mhm. Ich kann mich einmal heilen um 1 und dabei einen Gegenstand nehmen und schmieden.
Auch das deutlich besser als die anderen Aktionskarten. Und gegen den König halt mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit als Erster kämpfen. Ja. Also. Wenn du rechtzeitig bereit dafür bist und die anderen nichts, dass du noch eine davor machen. Genau. Ja. Aber auch hier gilt, Charakter jetzt gesehen. Mhm. Es gibt noch zwei andere Charaktere, glaube ich, ne? Mhm. Den Haudegen gibt's noch. Der hat einfach ein Leben mehr unter anderem. Das kann sein, ja. Was gegen den König jetzt nicht ganz so viel bringt, aber... Nee, der kann halt 4 Leben und fängt mit 2 Würfeln an. Und fängt mit 2 Würfeln an. Das ist natürlich schon eine Ansage. Die Assassina ist nicht betroffen von blockierten Handslots und sie hat 2 Handslots. Oh, alter Schwede. Und der Alchemist hat diese Token, die irgendwas machen, ne, die wir vorhin hatten, die wir da hängen. Die wir da genau, hängen. Der kann wahrscheinlich irgendwie einmalig diese Token einsetzen oder so. Keine Ahnung. Hier wahrscheinlich 2 Potion kriegen. Okay. Hier eine Potion aus dem Ablagestapel holen. Also der hätte das, glaube ich, auch schon. Hier sich 3 Potion angucken mit der Assassina. Ja, also ja, 2 Waffen. Monster. Ja, ja. Eine kann nicht geblockt werden. Ja. Achso, nur die eine? Ja, also das geht nur für die. Die geht nur für die nicht. Aber trotzdem. Mhm. Weil diese Gegner sind ja dafür anderweitig ein bisschen schwächer gewesen und sie sagt dann so. Wir haben halt die Potion im Spiel nicht wirklich gesehen, ne? Sie kann halt zum Beispiel dann auch so Scherze machen wie das hier, ne? Ja, ja. Ja. Schon nett. Das wäre so die eine Sache, die ich noch gern. Also gegen den Schwierig- es war jetzt Blödsinn bei dem, das zu machen, aber angenommen, ja, das wäre schwerer. Ja. Also bei 2d12 hätten wir das beide noch nicht gemacht. Und das noch gegen das mit hier 5 Würfeln nochmal. Und ich glaube, dann werden wir auch langsam am Maximum, was das Spiel so an Würfeln hergibt. Also wie gesagt, das ist schon cool aus diesen Aufbauaspekten. Du würfelst immer mehr, diese Monster besiegen wird halt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwann und du gehst in der Regel safe kämpfen. Aber du hast es halt... Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich das, was das Spiel so zu bieten hat, vom Spielgefühl her schon so grundsätzlich gesehen habe. Das sind meine ähnlichen Überlegungen. Nochmal vielleicht 1-2 Partien mit anderen Charakteren. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das hier so tiefgründig ist, dass du die irgendwie mehrfach erforschen willst. Aber das ist ja auch nicht, nicht das Ziel des Spiels. Ja. Genau. Ich fürchte bloß, es sieht von der Verpackung her aber nicht aus wie ein Spiel für Leute, die nur mal, also die selten ein Spiel spielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für die ist. Ich meine, ein bisschen hat das ja schon, aber die andere müsste lag irgendwie hier. Ja, da wäre natürlich also die Schachtel wichtiger. Sieht so aus. Das sieht relativ entspannt aus. Rot! Ja. Ein Typ, bam! Schmiede. Ich suche was für meinen Enkel. Kingscraft! Was ein bisschen schade ist, wenn man bedenkt, dass es vielleicht eben für Leute, die eher ein bisschen was Leichteres spielen wollen, ein bisschen entspannter spielen wollen, ist, dass es dann so diese paar Kleinigkeiten gibt in der Präsentation. Also wirklich nur ganz kleine Kleinigkeiten. Ja, die Präsentation. Dass die Zahlen nicht so perfekt lesbar sind von ein bisschen weiter weg. Dass ein paar von den Symbolen ein bisschen frickelig in einem Detailgrad sind. Das finde ich, das ist schon kein kleines Detail. Zumal hier unten in diesen Feldern ja auch mal Platz ist. Und es ist halt nicht so, dass die irgendwie... Dass da so viel Information drauf ist, dass nicht noch Platz gewesen wäre, das Icon irgendwie größer zu machen und einen anderen Schriftart. Ich finde es aber auch nicht mega wild, weil das Symbol, also du kannst nicht genau erkennen, was das ist, du musst halt wissen, aber du erkennst es trotzdem, wenn du drauf guckst, wenn du weißt, dass es das ist. Aber es gibt halt kein anderes, das den Konkurrenz macht in der Bedeutung. Oder? Bei den Würfeln, naja, ob es jetzt so ein W6 oder ein W12 oder beides, das ist schon... Es gibt keins mit einem Kreis drumherum und einem W12 drin. Na doch, hier, W6 und W12. Also, genau, also W6. Es gibt dieses Mischsymbol, das genau, ist dann da drauf. Genau, das und dann gibt es das mit nur W6. Okay, genau. Gut, ja, das ist, die sind halt dicht beieinander, das ist richtig. So, was macht denn jetzt der Alchemist? Ja, der kriegt diese Plättchen und kann diese Plättchen einsetzen und wahrscheinlich Potions gehen. Hier, nimm dir 2 Potion, hol dir Potion aus dem Ablagestapel, guck dir 3 Potion an, behalt wahrscheinlich eine. Einfach so. Hier, gib ein Herz ab und nimm dir eine Potion, ja klar. Potion. Wann, keine Ahnung, aber das sind bestimmt die Effekte. Das wäre die Frage, die ich hatte, wann das passiert, das ob er da hinten das einmal pro Runde mitspielen kann oder so. Aber Ringe. Ben will uns ja die Anleitung nicht geben. Oh, Ringe hat auch mehr Würfel. Insta-Nachrichten zu beantworten. So. Hier. Jetzt auf dem Ringtableau. Nee, auf dem Ringtableau. Ja, auf dem Ringtableau. Plus 20 Schutz und noch einen, Angriff. W12 ja. Okay, wobei ich, also, dass wir das Würfel wiederholt neu würfeln mussten. Das hat die Ringe hier nochmal mehr Angriff. Oben. Oh. Hier das mit dem Neuwürfeln. Aber nur, ja, nur für 6. Aber genau, abwerfen dann. Genau, achso, das ist die Vorderseite. Das ist die Mischung aus den beiden dann. Bein, genau, das ist für dich halt gut. Schnelligkeit. Also, hier würfelt man dann nur noch. 1, 2 und 3. Aber das waren 5 und 6. Du kannst nur noch ab 4 würfeln.
Weißt, und du musst ja meistens dann mehr davon haben. Aber das ist im Spiel halt cool, weißt du, also dass das Artwork halt cool ist und dass du halt so einen Gegenstand kriegst und wenn du dir deine Fähigkeiten dann bewusst bist, ja, ja, das fühlt sich schon cool an. Genau, also das ist wirklich, das Spiel gibt dir halt wirklich das, so ein Machtgefühl dann, ja, so von wegen, und verbindet es mit leichter Mathe. Weil, ja, du dir das dann anguckst, du siehst den hier und du kannst halt genau rechnen, okay, der hat die 12, ja, er kann nicht mehr als eine 4 würfeln, das heißt, es sind halt maximal 12 noch drauf, also 24, aber eher weniger, und das gleiche kannst du bei dir machen. Die sind halt leicht dann. Ja, meine, leicht, wir haben jetzt auch viel geredet, die Frage, so wie kommunikativ sind, ob das Spiel das gefördert hat, weiß man nicht, aber es wurde im Chat als positiv bemerkt. Ah, okay. Ja, weil jetzt, weil ja klar, weil ja die Möglichkeiten ja offen sind, außer den Tränken, ja, die jetzt geheim sind, sieht man ja alles, was der andere machen kann. Und bevor wir die Aktion, ja, planen, also können wir über alles, was wir machen, sprechen und. Es ist weniger grüberisch. Du wirst ja, ruhiger, wenn du konzentriert, genau, gucken und nichts übersehen musst, dann wirst du ruhiger. Und bei dem Spiel ist die. Das soll ich nicht doof klingen, aber die Denkleistung ist ja nicht die gleiche wie bei White Castle. Beim Nuclear, genau. Ich meine, es wäre halt spannend gewesen, wenn es jetzt irgendwie krasse Momente gegeben wäre, wo wir jetzt wirklich auf ein Item gegangen wären, wenn jetzt beide irgendwie das gehabt hätten und einer den Joker, aber das gab es ja dann nicht wirklich. Ich bin davon ausgegangen, dass du den eigentlich willst. Und deswegen habe ich auch geguckt, dass ich jetzt so früh wie möglich in Stufe 3 Dings, weil der ist wirklich gut. Und ich wollte den haben, bevor du das machen kannst. Ich hatte doch hier auch schon eine ziemlich gute Rüstung, oder? Du hattest den da drüber, glaube ich. Die Biene, aber ist auch abgegradet, ne? Einmal angegradet. Genau. Die Seite, ne? Genau, jetzt kommt Wolfgang. Ja, viel Spaß bei deinem, ja, Solo. Ja, ja, ich lasse es, was zu lang wird jetzt. Genau, das war Kingscraft mit kompletter Diskussion hinterher. Das wird wieder so lang, oder? Nee, war alles gut. Ich war beschäftigt. Okay. Und ja, heute, also die beiden Skellig-Spiele sind heute angekommen. Wir haben sie heute gelernt, heute gespielt, wir sind fertig. Ein Kosmos-Spiel haben wir auch gespielt, was ja, angekommen ist. Auch, ne? Also wir haben heute ein paar Sachen. Also Spiele, wir spielen sie. Ja, also Verlage. Sofort. Gerne. Ich glaube, den Satz wird einige aus dem Chat auch wiederholen. Aber man muss leider auch noch was sich dafür vor eine Kamera setzen. Genau. Ja, genau. Und ja, Till ist jetzt einmal im Monat hier für eine Woche. Das, dann schaffen genau. wir das auch. Ja, und wer, also das war jetzt einmal der Stream, weil die nachgeguckt haben. Ich hoffe, es war, ihr wisst jetzt, glaube ich, was das für ein Spiel ist, ob das das für euch ist oder nicht. Ich weiß, die Streams sind immer ein bisschen lang, aber also wir müssen die ja eh spielen und dann noch kurze Videos dazu produzieren, ist halt genauso lang wie so ein Spiel spielen. Deswegen. Ja, das wird ja auch noch gesagt. Wahrscheinlich ja. Mal gucken, wann. Und für die, die jetzt live dabei sind, es wird gleich weitergehen. Wir bringen noch 3-4 Sachen heute auf den Tisch. Ich glaube nicht. Ist doch erst eins. Ja, du hast doch ja gesagt, hat lieber nicht ganz lange. Und das ist schon am zweiten Tag weg gewesen. Ich verstehe. Ja, das war am ersten Tag schon. Wir waren nie um 5 noch auf Sendung. Das stimmt. Also, bis gleich. Tschüss. Ciao.